Sehr verehrte Damen und Herren, wir fangen um 14.05 Uhr an. Ich begrüße Sie recht herzlich, und zwar alle zu unserer heutigen 12. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie. Für den Senat begrüße ich insbesondere Frau Senatorin Busse, Herrn Staatssekretär Boskurt und Herrn Staatssekretär Slotti. Schön, dass Sie alle hier sind. Die Sitzung wird live übertragen in den Multivisionsraum. Sie wissen, die anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sowie interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Besucherinnen und Besucher haben sich hier versammelt, um der Sitzung zu lauschen. Und Sie sehen ja heute hier auch, dass eine Anhörung ist, ist die Platzordnung heute ein bisschen eine andere. Ich bitte da um Verständnis, aber ich finde es auch schön, wieder mal einen sehr gefüllten Raum zu sehen. Und trotzdem wissen Sie ja auch, dass wir die Corona-Bedingungen hier des Abgeordnetenhauses sowieso haben. Die Sitzung wird außerdem live auf der Website des Abgeordnetenhauses übertragen, sodass ich auch alle Zuschauerinnen und ZuhörerInnen herzlich begrüße. Ich darf feststellen, dass Sie alle mit dem Vorgehen, insbesondere mit den Live-Übertragungen und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Und das ist der Fall. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, ich frage auch, die Einladung vom 2. September liegt Ihnen vor. Gibt es Änderungsbedarf in Bezug auf die Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Dann darf ich ganz kurz ansagen, Herr Krüger, Frau Kalat-Bari und ich hatten ja die Chance, die letzten Tage auf einem internationalen Jugendaustausch in Nizza zu verbringen. Wir werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle das nochmal geeignet aufrufen. Da Sie alle nicht dabei sein konnten, haben wir Materialien der Tagung mitgebracht, die ich dann auch im Ausschussbüro deponieren werde. Und für den heutigen Tag gibt es ein paar nizzaanische Kekse. Die haben eine Besonderheit, das sind Navette, kleine Schiffchen. Sie sind ein bisschen hart, aber ich kann Ihnen garantieren, im Kaffee oder Tee haben Sie dann genau die richtige Konsistenz. Ich gebe die einfach rum, die sind gerne für den Ausschuss zum Naschen. Dann kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung, die aktuelle Viertelstunde. Im Vorfeld der Sitzung wurden folgende schriftliche Fragen eingereicht. Wir beginnen mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Oder zwei, ein oder zwei. Ich kann sie auch vorlesen. Also. Alles gut, ich bin gleich soweit. Ich wusste nicht, dass ich die Erste bin. So. Dann Frau Sucker, okay, bitte. Ich will Sie ja wortgetreu vorstellen. So, danke nochmal und sorry für die Warterei. So, jetzt zur Frage. Ich frage den Senat, wie viele Minderjährige beziehen Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Vergleich zur Zahl für den Berlin-Pass BUT Anspruchsberechtigten in Klammern aufgeschlüsselt nach Leistungen und Bezirken für die Jahre 2018 bis 2022. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Die Berlin Einheitliche Statistiken zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe wird von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales erhoben. Ich werde Ihnen gleich die Zahlen der anspruchsberechtigten Personen und der Inanspruchnahme der BUT-Leistungen der Jahre 2018 bis 2021 vortragen. Die bezirksscharfen statistischen Daten aller Rechtskreise für den gleichen Zeitraum können dem Ausschuss mit dem Protokoll übermittelt werden. Für das Jahr bis laufende 2022 gibt es bisher, kann ich Ihnen noch keine Angaben machen, da die statistischen Daten aller Rechtskreise noch nicht vorliegen. Aus der Statistik der für Soziales zuständigen Verwaltung geht hervor, dass 2018 203.517 minderjährige Personen anspruchsberechtigt waren. Davon haben 106.556 minderjährige Leistungsempfängerinnen und Empfänger mindestens eine Leistung der Bildung und Teilhabe in Anspruch genommen. 2019 waren 193.336 minderjährige Personen anspruchsberechtigt und 107.253 davon haben Leistungen in Anspruch genommen. 2020 waren es
191.065 Minderjährige, Anspruchsberechtigte, und davon haben 105.142 mindestens eine Leistung in Anspruch genommen. In 2021 waren es 182.378 Minderjährige, Anspruchsberechtigte, und davon haben 118.624 mindestens eine Leistung in Anspruch genommen. Frau Zucker, für eine Nachfrage? Ja, wenn ich richtig gehört habe, gab es eine leichte Steigerung, aber die Zahlen muss ich mir nochmal anhören. Aber jetzt vielleicht zu der Nachfrage. Mich freut grundsätzlich die Kurve sozusagen nach oben. Die Nachfrage ist, wie werden die Familien von Schulanfängerinnen insbesondere bei der Schulanmeldung über diese finanziellen und grundsätzlich über diese Möglichkeiten informiert? Also bei den Schulanmeldungen ist es eigentlich so, dass man ja mit jeder Familie ins Gespräch geht und auch darauf hinweist, welche Möglichkeiten es gibt, um Hilfen zu bekommen. Das macht man dann entweder die Schulleitung selber oder die Sekretärin mit jeder Familie im Einzelnen. Das passiert. Vielen Dank. Dann kommt jetzt die Frage der AfD-Fraktion. Herr Weiß, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage den Senat, wird der Senat nach der Plakatkampagne zur Berliner Schulbauoffensive schon die neue gesehen, Mittel in Höhe von 285.000 Euro, und eine zweite korrigierende Informationskampagne, zum Beispiel mit dem Slogan, sorry Leute, Schulen werden trotz eklatantem Schulplatzmangel doch nicht gebaut, auflegen? Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Frage. Nein. Herr Weiß, für eine Nachfrage. Ja, vielen Dank. Solche klaren Aussagen bekommt man in der Regel eher selten. Meine Nachfrage, Frau Senatorin, ist wie folgt. Wann haben denn die Gespräche mit dem Herrn Finanzsenator stattgefunden, indem Sie ihn überzeugen wollten, die Mittel für den Investitionsrückstand nachzusteuern? Oder müssen wir auch in dem Fall darauf warten, dass Herr Saleh Ihnen zur Hilfe kommt? Der Staatssekretär, bitte. Ja, vielen Dank. Also um auf die Frage zu antworten, es mag Sie vielleicht überraschen, aber es muss nicht zu jeder Einzelfrage die Senatorin mit dem Finanzsenator verhandeln. Da wird auf Arbeitsebene verhandelt, auf Staatssekretärsebene. Und die Investitionsplanung ist ja am Ende Ausfluss eines parlamentarischen Beratungsprozesses, der im Rahmen der Haushaltsberatung stattgefunden hat. Insofern, sage ich mal, gibt es da nicht so viel neue Überraschungen. Sie können ja die Zahlen auch selber nachvollziehen und Sie werden dann auch sehen, dass wir von den Ausgaben für den Schulbau im vergangenen Jahr, die bei rund 620 Millionen Euro lagen, jetzt in diesem und im nächsten Jahr bei über 1 Milliarde Euro Planansätzen für den Schulbaubereich sind. Ich kenne kein anderes Bundesland, das mehr als ein Viertel seiner gesamten Investitionen nur in den Schulbaubereich steckt. Insofern sage ich mal, glaube ich, kann da auch niemand erkennen, dass für den Senat, und ich darf das sicher auch für die Koalition sagen, der Schulbau nicht die absolute Priorität in diesem Bundesland hat. Vielen Dank. Jetzt kommt die Frage der Linken. Frau Bricht, Sie bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte nachfragen, wie bewertet die Senatsbildungsverwaltung die vom Senat beschlossene Finanz- und Investitionsplanung und sind Sonderregelungen für den Bereich Schulbau geplant? Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Also das Land Berlin muss Herausforderungen stemmen, denn Sanierungsstau an Schulen abzubauen und Schulplätze für die wachsende Stadt zu schaffen. Diese Aufgabe gehen wir entschlossen an, und davon zeugen eben die schon
25.000 seit 2016 geschaffenen Schulplätze. Alle Beteiligten haben lang und hart um die Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 22 bis 26 gerungen. Klar ist aber auch an dieser Stelle, dass die Pandemie und auch die Folgen des immer noch leider stattfindenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Lieferengpässe und Energieversorgungsprobleme stellen. Und das stellt das Land Berlin, also uns, vor große finanzielle Aufgaben. Aber trotz all dieser Herausforderungen gilt es, die zentrale Rolle des Schulbaus für eine wachsende Stadt Berlin nicht aus den Augen zu verlieren. Und deswegen, wie auch schon Herr Staatssekretär Slotti sagte, stellt Schulbau daher den höchsten Einzelteil der Investitionsplanung dar. Für die Jahre 22 und 23 sind es jeweils 1 Milliarde Euro. Im Jahre 25 wird dieser Wert 1,7 Milliarden Euro betragen. Aber an dieser Stelle muss ich natürlich auch sagen, nicht alle aus schulfachlicher Sicht wichtigen Baumaßnahmen sind in der Finanz- und Investitionsplanung abgebildet. Hierzu gehören unter anderem 4 Förderzentren mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung und leider auch der Neubau von Schulsporthallen. Aber auch Bereiche anderer Häuser sind dem Rotstift zum Opfer gefallen, so zum Beispiel die Planungen zur künftigen Nutzung des ICC. Für Maßnahmen, deren Notwendigkeit sich aus aktuellen Entwicklungen ergibt, können Abstimmung mit der Finanzverwaltung, die vorzeitige Aufstellung von Planungsunterlagen, der vorzeitige Maßnahmebeginn und etwaige Grundstücksankäufe zugelassen werden. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Temporäre Maßnahmen, die der Kompensation dienen sollen, sind noch nicht finanziell in der Investitionsplanung untersetzt. Diese Maßnahmen müssen durch die Bezirke im Rahmen der Haushaltswirtschaft gesondert beantragt werden. Diese Öffnung ist das Resultat intensiver ressortübergreifender Verhandlungen, die der Senat gemeinsam trägt. Eine Nachfrage? Ja. Sie haben ja gesagt, dass es auch möglich ist, in besonderen Bedarfssituationen auch vorläufige Planungen, Ankäufe und so weiter dennoch zu tätigen außerhalb der Investitionsplanung und dass das gesondert beantragt werden muss. Gibt es dafür bereits ein Verfahren oder wird es gerade entwickelt, wie die Bezirke das anmelden können? Ich glaube, dieser wichtige Satz, das ist noch so neu, es gibt jetzt noch kein spezielles Verfahren, aber wichtig ist ja, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, in Notfällen dann doch schnell handeln zu können. Vielen herzlichen Dank. Es gibt spontane mündliche Fragen. Dann nehme ich Herrn Fresdorf für die FDP. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage den Senat unter der Maßgabe, dass wir ja wissen, dass die Schulen in freier Trägerschaft deutlich unterfinanziert sind in unserer Stadt. Welche konkreten Maßnahmen wird der Berliner Senat ergreifen, um sicherzustellen, dass keine dieser Ersatzschulen im Land Berlin aufgrund der stark steigenden Energiekosten den Betrieb einstellen werden muss? Herr Fresdorf, das ist ja ein anderes Thema jetzt mit Energie und freier Schule und nicht bauen. Ach so, Entschuldigung. Gut, dann würde ich kurz darauf antworten. Sie wissen, dass im Rahmen des Haushalts, des Doppelhaushaltes 22/23 ein Betrag von rund 380 Millionen Euro zur Ausreichung unter anderem auch für freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulen vorgesehen ist. Und es gibt auch jetzt einen Verfahrensvorschlag der Senatsverwaltung für Finanzen, wie diese Mittel an die freien Träger ausgereicht werden. Und der ist jetzt aktuell in der Abstimmung und da soll es so schnell als möglich jetzt dann für die Träger auch eine entsprechende Nachricht geben, beziehungsweise also eine entsprechende Beschlussfassung und dann eine Nachricht. Ich hätte gerne noch eine Nachfrage, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Staatssekretär.
ist denn damit sichergestellt, dass die freien Schulen ihren Betrieb aufrechterhalten können, wenn die Energiepreise steigen, wie es ja zu erwarten ist und wie wir es ja seit Wochen und Monaten erleben? Ist denn dieser Topf, ich meine, das Geld ist ja für nicht nur die Schulen und die Kitas da, da sind ja auch noch andere, die daraus bedient werden können, das kann man ja alles nur einmal ausgeben. Erachten Sie denn diesen Topf als ausreichend? Und zweitens, wird es ausreichend sein, diese Schulen geöffnet zu halten und die Last fernzuhalten? Weil Sie dürfen ja auch das Schulgeld nicht ins Ermessliche erhöhen. Wir haben ja ein Sonderungsverbot in den freien Schulen, sodass Sie also auch nicht sich das Geld von den Eltern holen können, die sowieso ja auch das Geld gar nicht hätten, wahrscheinlich in dieser aktuellen Situation. Das muss man ja auch bedenken. Und wir haben einen grundgesetzlichen Auftrag, diese Schulen entsprechend zu unterstützen. Wird der Berliner Senat alles in seiner Macht Stehende tun, dies auch zu tun? Das habe ich eben so nicht rausgehört. Ja, also die freien und privaten Schulträger in Berlin stellen rund 10% aller Schulplätze und sind damit ein wichtiger Partner hier in der Bildungslandschaft. Das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Ich darf Ihnen auch bestätigen, dass sowohl Senatorin Busse als auch ich mit den freien Schulträgern in einem regelmäßigen Austausch sind. Ich glaube, die Senatorin war gerade in der vergangenen Woche, ich in der vorletzten Woche beispielsweise beim VDP. Die Sorgen der Schulträger sind bei uns angekommen. Ich glaube, wir dürfen auch für den Bereich der Kindertagesbetreuung sagen, es gibt ein Problembewusstsein dazu bei uns im Haus. Und erst einmal sind ja Mittel zur Verfügung gestellt. Natürlich haben Sie recht, die Energiekosten steigen. Das wissen wir grundsätzlich, nur wo sie hinsteigen werden, das wissen wir ja aktuell alle nicht. Und das ist die große Unbekannte. Und selbstverständlich werden wir alles tun, damit der Schulbetrieb auch an den freien und privaten Schulen in Berlin weiterhin sichergestellt ist. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion stelle ich auch eine Frage aus aktuellem Anlass. Wie bewertet der Senat das Geschäftsgebaren eines privaten Trägers in Lichterfelde, über 700 Euro über einen Kita-Förderverein von Eltern zu verlangen und davon die Betreuung und Gruppenzuordnung der Kinder abhängig zu machen? Und wie ist das mit dem Kita-Föck vereinbar? Herr Staatssekretär. Wie Sie wissen, ist ja die Zuzahlungsgrenze für Eltern auch gedeckelt. Wir haben ja eine maximale Summe vereinbart über Kita-Föck und bitte? Danke, Herr Simon, dass ich ausreden darf, wo wir eine Deckelung von 90 Euro haben. Was da an der Stelle passiert ist, es gibt einen Förderverein, der 500 bis 700 Euro einnimmt von den Eltern. Und nur als Vergleich, damit man die Zahl 500 bis 700 auch besser verdauen kann. Das Land finanziert ja jeden Kita-Platz in einer Spannbreite von 607 Euro bis 1715 Euro, je nach Umfang und Bedarf der Betreuung. Das heißt, das ist schon eine beträchtliche Summe, die da an den Förderverein geht. Aber Vereinigungen, Vereine sind natürlich Sachen, die natürlich gegründet werden. Artikel 9 des Grundgesetzes, da geht es um die Vereinsfreiheit. Von daher ist das etwas, was natürlich vorhanden sein darf. Das, wo der Knackpunkt gerade in diesem Fall ja, besteht, ist der Punkt, dass Eltern da reingetrieben werden. Und das ist anscheinend dann aktuell noch sichtbar anhand der Aktion auch eine Folge gibt, wenn Eltern nicht diese 500 bis 700 Euro zahlen wollen. Wir haben da schnell reagiert im September. Anfang September gab es die ersten Beschwerden, eskalierende Gespräche. Wir haben unmittelbar durch die Kita-Aufsicht auch eine Stellungnahme angefordert. Am 6.9. hatten Sie die ersten Berichte wahrscheinlich auch in den Medien gelesen. Am 7.9. gab es gleich das erste Gespräch bei uns im Haus mit Vertretern des Trägers, auch einer Anwältin, wo wir das Ganze noch mal natürlich erörtert haben. Das ist natürlich ein ernstes Vorgehen, sodass wir tatsächlich erst mal auch aufklären müssen. Am Folgetag ist die Kita-Aufsicht auch gleich schon in der Einrichtung unangemeldet gewesen und hat sich die Situation angeguckt und hat auch festgestellt, dass es Sondergruppen gibt, die gegründet wurden. Es gab dann auch eine sofortige Untersagung solcher Sondergruppen. Und so zieht sich das jetzt fort. Wir sind da weiter in Gesprächen, auch in Stellungnahmen, die geliefert werden müssen vom Kita-Träger. Das ist jetzt ein Prozess, wo wir hoffen, dass der Träger da versteht, dass der Weg so nicht geht.
Aber es gibt da natürlich rechtliche Vorgaben, Rahmen, der dazu führt, dass wir da noch einige Zeit an Diskussionen haben. Aber am Ende solch eines Prozesses kann es auch dazu kommen, dass die Betriebserlaubnis auch entzogen wird. Das Wichtige ist, dass die Plätze erhalten werden. Die kann man auch anderweitig erhalten, wenn es zum schlimmsten Fall kommt. Aber erstmal geht es darum, den Träger zu verklickern, dass das so nicht geht und den Eltern schnell zu helfen und das Problembewusstsein an der Stelle zu schärfen. Frau Günther Wünsch für die CDU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich frage, ist der Senat der Auffassung, dass sich Berlin den Wegfall der Zulage für Berufseinsteiger ab 2023 angesichts des drastischen Lehrermangels leisten kann? Und gilt dies auch für den Fall, dass bis dahin kein Nachteilsausgleich für diejenigen geschaffen wurde, die nicht verbeamtet werden können oder wollen? Danke. Die, ich formuliere das mal um, die Vorweggewährung der Erfahrungsstufe 5 ist ja ein tarifrechtlicher Ausnahmetatbestand, der dem Bundesland Berlin von der Tarifgemeinschaft der Länder ausnahmsweise genehmigt wurde, weil sie durch die ausgesetzte Verbeamtung einen Wettbewerbsnachteil hatte. Sie wissen ja, dass sich die, dass wir dabei sind, das Artikelgesetz für die Verbeamtung, unter anderem auch die Anhebung der Altersgrenze zur Verbeamtung, in der Finalisierung haben. Dazu wird es auch in Kürze entsprechende Informationen geben, beziehungsweise auch die Beteiligung von Verbänden und Gewerkschaften. Und es ist einfach aus tarifrechtlichen Gründen nicht möglich, über den 31.12. diesen Jahres hinaus diese Vorweggewährung der Erfahrungsstufe 5 fortzusetzen. Und es wird dann eben ab dem kommenden Jahr, wie das angekündigt ist, für alle Kolleginnen und Kollegen ja die Möglichkeit geben, also für alle neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, sich dann eben entsprechend des Angebotes des Dienstherrn dann auch verbeamten zu lassen. Ich will aber die Gelegenheit an der Stelle nutzen und das ganz klar auch hier einmal gesagt haben. Alle Lehrerinnen und Lehrer im Land Berlin, die die Erfahrungsstufe 5 haben, werden diese auch behalten, unabhängig davon, ob sie Tarifbeschäftigte bleiben oder sich verbeamten lassen, da es immer wieder die Behauptung gibt, ab Januar würde die Erfahrungsstufe 5 wegfallen. Nein, das ist nicht so. Jeder, der die hat, hat die bis zu seinem Renteneintritt. So, dann erkläre ich hiermit die aktuelle Viertelstunde für abgeschlossen und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1b, Aktuelles aus der Senatsverwaltung und Bericht der Senatorin aus der KMK bzw. der JFMK. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Im Rahmen unserer letzten Sitzung habe ich Ihnen unsere Antwort auf aktuelle und drängende Fragen vorgestellt. Hierzu gehören unsere Maßnahmen zum Energiesparen, der Umgang mit der vermehrten Ankunft unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter, aber auch die Pandemiebekämpfung. Die Frage der Suche nach qualifiziertem pädagogischen Personal beschäftigt die Stadt ebenfalls sehr. Als Senatorin gehe ich gemeinsam mit einem hoch engagierten Haus diesen Herausforderungen entschieden an und stelle Ihnen gern einige Maßnahmen vor. Vorige Woche hat also der sogenannte runde Tisch bei uns im Haus stattgefunden und Ziel ist es, eben die Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, wie können wir sie entlasten bei der Lage des ja nicht ganz so üppigen Personals? Wie kann man organisatorisch da was machen, ohne allerdings die Qualität des Unterrichts aus den Augen zu verlieren? Wir haben in dieser ersten Runde wirklich uns erstmal kennengelernt, ausgetauscht und ganz kreative Lösungen und gesammelt. Es war völlig, gab keinerlei Beschränkungen. Da hatten wir nicht gleich gesagt, was ist denn das für ein Quatsch, können wir ja nie organisieren. Das war es nicht. Ich sage mal nur so ein Beispiel. Wir haben geclustert, Kärtchen, sag mal eine Karte, die ich ausgefüllt habe, zum Beispiel auch weniger Verwaltungsaufwand für die Lehrerinnen und Lehrer zu ermöglichen. Das ist nur ein Beispiel, die ganze Tafel war vollgeklustert.
Wir haben uns ja moderieren lassen. Das ist einfacher und strukturierter und werden uns im November wieder treffen. Dann werden die vielen geklusterten Kärtchen schon mal zu Themenfeldern sortiert sein und dann steigen wir intensiver ein. Ich kann Ihnen nur sagen, die Stimmung war ausgesprochen gut und wir sind alle mit dem Gefühl auseinandergegangen, ja, das geht jetzt voran, wir werden Lösungen finden und haben uns, freuen uns schon auf unser nächstes Treffen im November. Ja, und erstmal haben wir 3 Sitzungen auch bis Januar geplant, aber vielleicht werden es ja auch mehr. Da gibt es keine Vorgaben bis jetzt. Ich bin da ganz, ganz optimistisch. Aber natürlich, wie Sie wissen, fahnden wir wirklich auf allen Kanälen nach qualifizierten pädagogischen Personal und der Berlin-Tag, der gerade stattgefunden hat, ein wirklich wahres Leuchtturmprojekt, was Berlin macht, unterstützt uns. Wir hatten an der Station Berlin letzte Woche 177 Stände vermietet und 4.600 Besucherinnen und Besucher konnten Einzelberatungen buchen. Das ist also war noch mal eine enorme Steigerung zum letzten Berlin-Tag. Und diese Einzelberatung habe ich mir jetzt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hauses also ganz dezidiert. Und die haben mir auch berichtet, dass dies Jahr besonders viel auch richtig Fachkräfte, zum Beispiel Sonderpädagogen, oder auch Damen und Herren, die im MINT-Bereich ausgebildet sind, kommen. Und das hat uns natürlich besonders gefreut. Hinweis, der Berlin-Tag, wir werben ja nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch wichtig für Damen und Herren, für unsere Verwaltung, zum Beispiel Personalstelle. Auch die hat von ihrem Stand freudig berichtet, dass es dort auch Interessierte gab. Es war auch, also war eine ausgesprochen gute Stimmung, die Stände auch gut, also ansprechend ausgestaltet. Es gehört ja auch dazu, ich muss ja werben, dass jemand rankommt, die Schulen hoch engagiert und die Einrichtung. Ja, ich denke, das ist etwas ganz, ganz Besonderes, was wir da machen. Ja, und dann, das dauert jetzt natürlich, ich kann Ihnen nicht sagen, wir haben jetzt 150 neue Lehrkräfte eingestellt, weil man sich ja, es gibt ja keine zentrale Sammlung, sondern man meldet sich dann an den Schulen. Wir haben aber auch wichtig, wir hatten ja einen ganz speziellen Tisch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hauses, die mehrere Sprachen, wirklich mehrere, teilweise 4 Sprachen fließend sprechen. Und da konnte ich der Welcome-Stand gleich mich hinwenden und bin dann auch in meiner Muttersprache, ob das zum Beispiel jetzt Serbo-Kroatisch oder Russisch war, informiert worden und weitergeleitet worden. Auch ausgebildete Kollegen aus der Türkei, auch die dann Chemie und Physik studiert haben, sind an diesem Tag von uns beraten worden. Ja, ein anderes spannendes Thema, das habe ich selber gar nicht geahnt. Die Zahlen, jeder 8. Mensch, erwachsene Mensch in Deutschland ist von geringer, jetzt heißt es so vornehm, Literalität betroffen. Früher hat man Analphabetismus gesagt. Also verfügt allenfalls über die Fähigkeiten, einfache Sätze zu lesen und zu schreiben. Und oft fragen, weil sie fragen, wie kann das sein, dass man da so durchs Leben kommt. Es waren Betroffene da, unglaubliche Tricks. Und es gibt, viele können fließend ihnen jetzt vorlesen, aber wissen nicht, was sie lesen, also nicht sinnerfassend. Letzte Woche war auch Weltalphabetisierungstag und ich wollte mir da also auch ein Bild machen, wie wir uns den Menschen gegenüber verhalten, wie wir sie unterstützen. Und habe so eine Alphabetisierungstour gemacht und habe 3 Vereine besucht. Und zum Beispiel Verein Lesen und Schreiben. Und in jeder Einrichtung habe ich natürlich mit den
Unterrichtenden, aber auch mit Betroffenen sprechen können, die auch den Mut haben. Es gehört ja auch sehr viel Mut dazu, zu sagen, ja, ich kann das jetzt nicht lesen. Wie man da durchs Leben kommt, ich habe dann auch gefragt, weil ich das ja, ist ja teilweise vielleicht lebensgefährlich, ich bin beim Arzt und sage ihm das nicht und nehme dann meine Medikamente falsch. Ja, hat die eine bestätigt, die hat das alles immer in eine Box geschüttet. Also ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir diese Menschen unterstützen und die sind auch sehr, sehr zufrieden, dass sie in diesen Einrichtungen lernen dürfen. Es gibt tägliche Gruppen, aber auch eben wöchentliche. Und das ist übrigens nicht nur das Lernen der Sprache, sondern man fühlt sich aufgehoben und unterstützt und muss sich dort nicht schämen. Ja, unsere Zuwendungen haben sich auch an das Grundbildungszentrum, das ist der Hauptträger, seit 2015 mehr als verdreifacht. Ja, ganz kurz, ich zitiere nur mal aus einem Brief vom ukrainischen Botschafter Dr. Melnik an unsere regierende Bürgermeisterin. In diesem Sinne möchte ich Ihnen meine aufrichtige Dankbarkeit für Ihre Unterstützung der Einrichtung einer bilingualen deutsch-ukrainischen Begegnungsschule in Berlin zum Ausdruck bringen. Gerade jetzt brauchen Ukraine Schülerinnen und Schüler, die in der Bundeshauptstadt eine zweite Heimat gefunden haben, die Möglichkeit, in ihrer Muttersprache zu lernen. So, nur kleines Zitat. Letztes zu dem Aktuellen. Ich will alle Außenstellen in Berlin besuchen. Und gestern, ich habe angefangen, Marzahn-Hellersdorf, der Bezirk, der es wirklich mit am schwersten hat, Personal zu gewinnen. Und wer da schon mal hingefahren ist, wenn es nur von hier ist, das ist eine Reise. Und ich habe mich davon überzeugen können, ja, was die Kolleginnen und Kollegen, ich bin in einer Schule, in der Würche-Schule gewesen, war im Siebutz und mit der Schulaufsicht, was die da zusammen leisten, alle Achtung. Zum Beispiel, wenn ich als Lehrerin wirklich da unterschreibe, gehe an eine Schule, habe ich möglicherweise die Chance, eine Wohnung zu bekommen. Ja, das zum Aktuellen aus unserer Verwaltung. Danke. Vielen herzlichen Dank, Frau Senatorin. Wir haben Frau Günther Wünsch und Herr Fresdorf für Nachfragen. Ich frage mal, gibt es weitere Nachfragen? Sehe ich nicht. Dann Herr Fresdorf. Frau Günther Wünsch, bitte. Entschuldigung. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte auch gewartet, das ist gar nicht schlimm. Ja, ich finde Marzahn-Hellersdorf auch sehr schön und kann Ihnen nur beipflichten. Ich habe aber noch eine Nachfrage zu dem runden Tisch, wo Sie gesagt haben, Sie denken frei, kreativ, was ich total sinnvoll und richtig finde in der aktuellen Situation. Können Sie uns konkrete Maßnahmen nennen? Also gehören da Sachen dazu, dass eine Schule Lehrerstunden in Verwaltungs- und IT-Stellen umwandeln kann und sie gegebenenfalls auch rückgängig machen kann? Wird darüber debattiert, wie man Pensionäre in der Verdienstgrenze anheben kann? Also mich würde einfach interessieren, gibt es schon erste konkrete Überlegungen und welche Durchschlagskraft haben Sie? Also Sie treffen sich bis Januar 3-mal, das ist nett. Aber das sollte auch eine Wirkung entfalten. Danke. Ja, lieber Frau Günther, ich habe gedacht, mich ganz deutlich ausgedrückt zu haben. Das war das erste Treffen. Nein, das wird natürlich alles angedacht. Aber das erste Treffen, 2 Stunden, da kann man jetzt keine konkreten Ergebnisse haben. Und das ist ja so, Sie haben ja unterrichtet, Sie haben ja nach einer Doppelstunde in Ihrem Fach auch nicht gleich. Sie haben immer was vorzuhalten. Gut, natürlich. Wir haben ja auch geclustert in mehreren Farben. Und eines meiner Kärtchen habe ich sogar zitiert mit dem weniger Verwaltung. Nein, ich werde Sie auf dem Laufenden halten natürlich. Und wir werden auch noch zu dezidierteren Ergebnissen natürlich kommen. Herr Fresdorf? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Senatorin, für den Bericht. Ich würde noch ganz kurz an das Thema Alphabetisierung anknüpfen. Mit einem kleinen Hinweis, es gibt auch das Alpha-Telefon, wo sich Menschen melden können, die schlecht alphabetisiert sind und da Unterstützung bekommen. Das ist eine Sache, die man ja auch durchaus bewerben kann. Und ich finde das schön, dass Sie dieses Thema ansprechen, weil ich denke, dass es die Menschen sehr einschränkt in der Teilhabe an der Gesellschaft. Und finde das sehr lobenswert. Zum Berlin-Tag hätte ich allerdings eine Frage, die sich mir auftut. Ich habe gehört, es gäbe großen Unmut in anderen Bundesländern, wie das Land Berlin für den Berlin-Tag in anderen Bundesländern wirbt. Und es gäbe wohl eine Vereinbarung auf KMK-Ebene, dass man eben dies nicht tun würde in anderen Bundesländern ohne Absprache mit den anderen Bildungsministerien, um Lehrerinnen und Lehrer zu werben.
Trifft denn das zu, dass es so eine Absprache gibt? Wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, hat es Absprachen gegeben, dass man auf anderen Bahnhöfen zum Beispiel wirbt, in anderen Bundesländern, so in Hannover zum Beispiel, in Niedersachsen oder woanders? Gab es da Beschwerden und wie haben die Kollegen sich denn da verhalten? Herr Fresdorf, Sie sind aber als Berliner jetzt hier, ne? Nicht konspirativ. Gut, ich gebe mal für Details ab. Genau, also Sie beziehen sich jetzt konkret auf die Amtschefkonferenz der Kultusministerkonferenz, die vergangene Woche stattgefunden hat. Das sind vertrauliche Sitzungen, aus denen kann ich jetzt heute hier nicht berichten, zumindest nicht detailliert. Ich kann Ihnen aber das bestätigen, was sozusagen der Presse an der Stelle zu entnehmen war. Es war tatsächlich so, dass sich bei uns im Haus im entsprechenden Referat man sich entschieden hat, ganz vereinzelt, ich glaube an 6 Bahnhöfen oder 7 Bahnhöfen war es bundesweit, an den Gleisen, an denen Züge nach Berlin in der Regel abfahren, für den Berlin-Tag zu werben. Das, wovon Sie jetzt gesprochen haben, bezieht sich auf den sogenannten Stralsunder-Beschluss aus dem Jahr 2009. Da haben die 16 Bundesländer miteinander vereinbart, dass Bundesländer untereinander sich nicht die Lehrkräfte, ich sage jetzt mal in Form von Plakatwerbung oder Ähnlichem, abwerben. Bei dem Berlin-Tag hat sich aber nach Auffassung unseres Hauses eben jetzt nicht um eine konkrete Abwerbeaktion für Lehrkräfte gehandelt, sondern um die Bewerbung der größten Berufsmesse für soziale Berufe in Berlin. Da muss man an der Stelle schon ein Stück weit differenzieren. Dazu haben wir uns ausgesprochen. Aus meiner Sicht hat das keine weiteren Konsequenzen. Und die Amtschefs haben sich darauf verständigt, dass auch der Stralsunder Beschluss von 2009 weiterhin seine Gültigkeit haben wird. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich alles, was man dazu berichten kann. Frau Wolf, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch zum Berlin-Tag hätte ich noch mal die Frage. Also 4.600 Menschen, das ist ja wirklich eine anständige Zahl. Gibt es da eine Möglichkeit, dass man im Nachgang vielleicht ein paar Ergebnisse daraus bekommt? Was hat es gebracht? Welche Schulen oder welche Institutionen konnten wirklich erfolgreich auch da Lehrkräfte oder eben Menschen in den sozialen Berufen erreichen? Das wäre zumindest eine Anregung vielleicht nochmal. Und das Abwerben finde ich auch ganz spannend hier als Diskussion. Ehrlich gesagt, mich erinnern kann an damalige Zeiten, wo ich damit ziemlich viel zu tun hatte, habe ich mich gut erinnern können, wie auch andere Bundesländer ihre Wege gefunden haben, abzuwerben. Berlin ist natürlich eine Stadt für sich. Insofern kann ich so ein Plakat auch ein Stück weit verstehen. Also, aber es wurde ja eigentlich nochmal gerade erläutert. Insofern, glaube ich, ist das eigentlich noch ganz harmlos. Ja, ich würde auch, also ich brenne auch darauf natürlich, dass man jetzt schon sagen könnte, wir stellen jetzt 1200 neue Lehrkräfte ein. Und also das dauert jetzt eine Weile. Natürlich kriegen wir das dann gespiegelt von den Bezirken, wenn da jetzt, ich hoffe, Hunderte noch ankommen, ne, oder in den Kitas. Aber das ist einfach zu kurz und das ist ja auch so der Einstellungsvorgang, das ist ja etwas Längeres. Und natürlich nicht alle 4.600, auch Interessenten werden bei uns in der Stadt bleiben. Aber wir sind da ganz hoffnungsfroh, weil, wie Sie schon sagen, es waren so viele, da muss einfach was bleiben. Und ich sage auch noch mal Werbe, wir haben auch sogar in unserem nächsten Nachbarland auch geworben. Zweisprachig, also wir lassen da auch nichts unversucht. Vielen herzlichen Dank. Damit ist auch der Punkt 1b der Tagesordnung abgeschlossen und wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung. Das ist die Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Bedarf an und Konzepte für die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Zu diesem Punkt haben wir einvernehmlich eine Anhörung vereinbart und als Anzuhörende vor Ort begrüße ich Herrn Burkhard Meusig, Leiter der Beratungsstellen bei der Johannesstift Diakonie Jugendhilfe. Herrn Jens-Uwe Schaaf, Fachreferent Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bei dem Caritas-Verband für das Erzbistum Berlin e.V. sowie Frau Karin Scheuermann, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft in Berlin-Mitte. Sowie digital zugeschaltet Herrn Prof. Dr. Julian Schmitz, Universitätsprofessor Klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Universität Leipzig. Ihnen allen ein herzliches Willkommen und herzlichen Dank. Ich gehe davon aus, dass ein Wortprotokoll erstellt werden soll.
und den Begründungsbedarf, die Begründung des Besprechungsbedarfs zu Punkt 2 führt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen aus. Frau Burkhardt-Eulitz. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlich willkommen an alle Anzuhörenden. Ich denke, dass Sie mit Ihrer Expertise uns sehr unterstützen können, bei dem Thema noch weiter voranzukommen. Ich glaube, ich muss nicht ausführen, welchen Belastungen Familien, Kinder, Jugendliche, aber auch das Fachpersonal, die sich sozusagen in den Verwaltungen, bei den Trägern, in den Schulen um alle, die auch mit kümmern, in den letzten 3 Jahren und auch in den Jahren davor auch schon eine angespannte Situation, Versorgungslandschaft, die, wenn man in den Bereich Gesundheit guckt, bei den Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen war das schon immer schwierig, auch einen entsprechenden Therapieplatz zu finden. Aber wir wissen auch, dass zum Beispiel bei den Erziehungsfamilienberatungsstellen viele, viele Jahre wieder auch nicht vorangekommen waren. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir zumindest in einzelnen Bereichen, wie bei den Schulpsychologinnen, da haben wir als Koalition im letzten Haushalt die Stellen entfristet, die befristet waren, aber auch noch zusätzliche Stellen geschaffen. Wir haben uns einen Schwerpunkt gesetzt, die psychosoziale Versorgung zu verbessern. Das Problem der Erziehungsfamilienberatungsstellen ist angegangen worden und dort sind auch durch das Engagement der Verwaltung dort auch die Expertise zu haben, sowohl im Bereich der freien Träger als auch bei den kommunalen Trägern, dort auch noch mal weiter voranzukommen. Man muss feststellen, dass wir sicherlich noch nicht da sind, um davon zu sprechen, dass man irgendwie bedarfsgerecht unterwegs ist. Deswegen würde mich auch interessieren, welche Vorstellungen die Umsetzung der Verwaltung in den Bereichen. Es gab ja auch noch mal einen Extratopf mit etwas Geld, um da auch noch mal besondere Bedarfe abzudecken. Ich danke Ihnen allen auch, die sich da bei den Themen engagieren. Mich würde interessieren, wie ist sozusagen auch der Ist-Zustand in dieser Stadt? Wie ist die Situation von Familien, Kindern, Jugendlichen? Wie ist das in den Schulen und Kitas? Und wo, an welchen Stellen wird sicherlich auch noch Bedarf sein, weiter daran zu arbeiten? Das interessiert uns hier sicherlich alle. Und deswegen will ich da jetzt auch zum Schluss kommen und freue mich auf die Anhörung heute. Vielen herzlichen Dank, Frau Burkhardt-Eulitz. Für die einleitende Stellungnahme des Senates übergebe ich an Frau Senatorin. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir wissen, die Leidtragendsten in der Pandemie waren natürlich die Jüngsten, die Kinder und Jugendlichen. Und das wirkt auch nach, das ist nicht einfach mal so vorbei. Notbetreuung nur in Kitas und Schulen, sogar geschlossene Spielplätze. Ich muss immer noch mal sagen, nicht mal auf eine Parkbank durften sich die Kinder setzen. Und auch die etablierten Meldesysteme, eben Kinderschutz, haben auch nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung gestanden, dass ich da nun mal hingehen konnte. Und natürlich, was hat zugenommen? Suchtmittel, auch Adipositas, also das gesunde Schulessen für viele, die einzige gesunde Mahlzeit für viele war ausgefallen. Und wer hat am meisten natürlich gelitten? Das wissen wir, besonders Familien mit jüngeren und mehreren Kindern, Alleinerziehende, Familien mit Migrationshintergrund und Familien in beengten Wohnverhältnissen. Ich konnte es mir manchmal gar nicht vorstellen, was da so war. Besonders wichtig ist es mir, auch die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen. Und aus diesem Grund haben wir anlässlich der Berliner JFMK, wo ich den Vorsitz habe, Kinder und Jugendliche einer stationären Jugendhilfe gefragt, welche Themen Sie in dieser schwierigen und belastenden Zeit beschäftigen. Zeigen wir Ihnen mal ein kleines Video. Ich habe halt wirklich keine Bezugsperson gehabt, keiner, der mir helfen konnte. Und deswegen finde ich diese Programme besonders wichtig.
Ich war die ganze Zeit zu Hause, hab, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Also bei uns zu Hause hatten wir keine Unterstützung. Also ich habe Angst, dass wir von Russland halt angegriffen werden oder wir generell angegriffen werden. Ich brauche jemanden, der mir hilft und mit mir Zeit verbringt. Ich habe es dann irgendwann sein gelassen, weil ich nicht verstanden habe. Mir konnte auch keiner helfen. Man musste den ganzen Schulstoff, den man eigentlich in der Schule macht, zu Hause machen. Und einmal habe ich auch Corona. Und es war halt für mich schwer, die Sachen zu verstehen. Also es ist schlecht, weil wir sind krank und wir müssen zu Hause bleiben. Es ist schlecht. Für mich es war so schwer, weil in diesem Jahr sollte ich ein Abitur machen. Ja, er hat alles kaputt gemacht. So, mein Vater hat seinen Job verlieren und das war so traurig. Eigentlich hatte ich schon das Gefühl, dass ich ziemlich viel verpasst habe. Hätte ich keine Hilfe, dann wäre es echt nicht so toll gewesen. Viele Leute werfen Plastik und so auf den Boden. Palmöl oder die Tiere, die in Regenwäldern, wo die Regenwälder abgeholzt werden, an sowas muss man halt auch denken. Sehr viel Müll und sehr viel Müllhaufen. Es könnte sein, dass einmal irgendwas ausstirbt, zum Beispiel Bäume und so alles. Meine größte Angst ist, dass ich jetzt, wenn es jetzt Homeschooling wiederkommt, dass ich dann keinen mehr habe. Die Ukraine und Russland, halt den Krieg. Frauen, Männer, also eine ganze Familie kann ja bei umgebracht werden. Wenn ich allein schlafen, dann habe ich Angst. Mein Bruder hat Angst, die kommen in Deutschland. Also ich wünsche mir Nachhilfe, mehr Nachhilfe. Das brauche ich. Also, dass jemand mir hilft? Ja, das hilft mir am meisten, wenn ich mit meiner Lehrerin rede und Bücher lese. Irgendwas, eine Lösung finden, damit wir mehr Kinder alles nachholen, was wir hatten. Also ich wünsche mir jemanden, der mir helfen könnte, das wieder aufzuholen, das, was man da verpasst hat in der Zeit. Ich fahre also fort nach dem Video. Also mein Haus fördert, nachdem die Koalition noch zusätzliche Mittel von 3,48 Millionen Euro in den Haushalt eingefügt hat, mit knapp 5,5 Millionen Euro für die Jahre 22, 23 sowohl erfolgreich erprobte als auch neue Angebote für zusätzliche psychosoziale Unterstützung und zur Bewältigung der Pandemiefolgen für junge Menschen. Dabei setzen wir speziell auf niedrigschwellige, schnelle Hilfe und Unterstützung für besonders belastete, vulnerable Gruppen. Zum Beispiel im Einzelnen Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen, Schülerinnen und Schüler mit Auffälligkeiten in der sozial-emotionalen Entwicklung und junge Menschen mit multiplen Belastungsfaktoren ohne entsprechende Versorgung. Aber auch belastete Eltern sowie von Sucht betroffene junge Menschen. Um also die pandemiebedingten Belastungen für junge Menschen und ihre Familien abzufedern, setzen wir seit letztem Jahr das Bundesprogramm Aufholen durch Corona für Kinder und Jugendliche im Rahmen von Stark trotz Corona in vier Säulen um, neben den Abbau von Lernrückständen in der Säule 1 wurden auch Angebote zur psychosozialen Unterstützung von jungen und Menschen und Familien in drei weitere Säulen durch Abteilung 3 und 4 der SIHN-BJF verantwortet. Mein Haus hat diese Angebote zur psychosozialen Unterstützung eng begleitet, deren Ergebnisse ausgewertet. Wir haben entschieden, unter Berücksichtigung des bestehenden Bedarfs im Zuge der Nachhaltigkeit einige der Angebote mit neuem Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln zur Stärkung der psychosozialen Unterstützung weiter zu entwickeln und fortzuführen und bedarfsgerecht auch neue Angebote zu fördern. Unser Fokus liegt hier
besonders bei der Unterstützung besonders vulnerabler Gruppen. Unser Ziel ist es, ganz niedrigschwellig und rechtzeitig für Unterstützung zu sorgen, damit eben diese psychosozialen Belastungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen haben. Im Einzelnen sind das folgende 5 Angebote, die über den Bereich Jugend und Familie finanziert werden. Erstens, Lernunterstützung und freizeitpädagogische Begleitung von jungen Menschen in der stationären Jugendhilfe, mobile Jugendlernhilfe jetzt und Bildungsbuddies. Zweitens, temporäre Lerngruppen plus an Schulen. Drittens, Xenion, das ist psychosoziale Versorgung von traumatisierten, geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowie deren Bezugspersonen. Und viertens, Stärkung des Landespräventionsprogramms Babylotse Berlin. Fünftens, Suchtberatung durch den Drogennotdienst im Berliner Notdienst Kinderschutz, mobile Familiensprechstunde. 2 besonders diese Angebote sowie die personelle Stärkung der Schulpsychologie möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen. Temporäre Lerngruppen plus an Schulen. Sie wurden zum Schuljahr 22/23, also jetzt, an 26 Schulen in 11 Bezirken in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 eingerichtet und richten sich an Schülerinnen und Schüler mit einem Hilfebedarf im emotionalen Erleben und sozialen Handeln, die aufgrund pandemiebedingter psychosozialer Belastungen in besonderem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Ziel ist eine Förderung der Schülerinnen und Schüler zum Ausgleich sozialer Benachteiligung und zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen aufgrund verschiedenster Ursachen wie Armut, Lern- und Entwicklungsstörungen oder mangelnde soziale Integration. Die Schülerinnen und Schüler werden in Kleingruppen in Ergänzung zur Stammklasse individuell und in Tandems von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe gefördert. Zweitens, auch ganz wichtig, Lernunterstützung und freizeitpädagogische Begleitung der jungen Menschen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, aufsuchende mobile Jugendlernhilfe, jetzt Bildungsbuddies, richten sich in Form von multiprofessionellen Teams an Kinder und Jugendliche in den stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, also in Heimen und Wohngruppen. Ziel ist der Abbau von Bildungsbenachteiligungen durch Lernförderung, sozial-emotionale Unterstützung und eine lerngruppenbegleitende Freizeitgestaltung. Außerdem wollen wir bedarfsgerecht schulpsychologische Unterstützungssysteme des SIBUZ ausbauen, denn im Zuge des Doppelhaushaltes 22/23 wurden zusätzlich 10 unbefristete und 26 befristete Stellen für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen in den SIBUZ neu geschaffen. Ein großer Teil der Stellen befindet sich aktuell in der Besetzung und weitere Stellenausschreibungen sind derzeit in Vorbereitung. Denn die Stärkung der schulischen Beratungsangebote, vor allem im Bereich der psychischen Gesundheit, in der Krisenintervention für unsere Schüler, ist für mein Haus zur Bekämpfung der Pandemiefolgen entscheidend. Und jetzt übergebe ich nochmal zu noch differenzierterer Angeboten an Frau Stappenbeck, die Abteilungsleiterin unseres Hauses. Ach, Sie sitzen. Danke, Frau Stapp. Danke, vielen Dank, Frau Senatorin. Und ich fand das schon ganz schön differenziert. Ja. Aber erstmal, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete, ich will ganz gern noch mal darauf eingehen. Die Senatorin hat es ja schon gesagt, wir fangen ja nicht an mit diesem Thema, sondern wir haben ja schon 21 und 22 uns auch Programme überlegt, finanziert über den Bund. Das läuft ja auch bis zum Jahresende. Wie können wir hier Kinder und Familien unterstützen. Und eins der größten Programme, was wir wirklich entwickelt haben mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, da haben Sie eben die Kinder so ein bisschen kennengelernt, weil die sind aus der stationären Jugendhilfe. Wir haben damals gesagt, als der Präsenzunterricht nicht möglich war, dass wir diese Kinder mit Lernförderung, aber auch emotional, sozial auffangen wollen und indem wir auch noch zusätzliche Freizeitangebote mit denen machen, weil sie eben nicht in ihre Elternhäuser zurückkehren konnten, weil sie aus Kinderschutzgründen und anderen Kindern in Heimen und Wohngruppen leben.
Als sich die Möglichkeit bot, dass wir wirklich diese Gelder auch in den nächsten Doppelhaushalt kriegen, in geringerem Umfang, haben wir gesagt, wir wollen da weitermachen, weil das letztendlich auch die Evaluation ergeben hat. Also diese Kinder jetzt allein zu lassen, wollten wir auf keinen Fall, weil sie haben natürlich ungefähr 1000 Kinder eine Unterstützung in diesem Bereich erfahren. Und hier, um auch ein bisschen wirksam und nachhaltig zu sein, über mehrere Jahre ist das also ein Ziel, dort weiterzumachen. Und es sind insbesondere, wie gesagt, 1000 Kinder, es sind 40 Teams und die Teams bestehen auch nicht nur aus Sozialarbeitern, sondern die bestehen auch durchaus manchmal aus Künstlern, aus Studenten, aus ehemaligen Sozialarbeitern, Lehrern. Also das heißt, es kommt in die stationäre Einrichtung auch noch mal eine andere Farbe rein. Deswegen ist dieses Programm uns wirklich sehr wichtig. Das Zweite, was wir gerne weitermachen wollen, ist wirklich diese Unterstützung sehr niedrigschwellig an Berliner Schulen. Wir sind also insgesamt mit diesen temporären Lerngruppen, die jetzt über Jugend gefördert werden, wir haben noch durchaus viel mehr, die über Schule gefördert werden, sind wir jetzt, erreichen wir ungefähr 250 Schüler. Die Idee ist, dass das Schulamt gemeinsam mit dem Jugendamt, den Eltern und der Schulleitung guckt, wer braucht hier Unterstützung und dass einmal Sozialarbeiter aus der Jugendhilfe unterstützen und Lehrerstunden. Das hat den Vorteil, dass die Eltern nicht erst einen Antrag auf die sogenannte Hilfe zur Erziehung stellen müssen, dass geprüft wird, eine Hilfekonferenz gemacht wird, sondern dass wir hier sehr niedrigschwellig genau diese Zielgruppe auch unterstützen können und das auch im emotional-sozialen Bereich und auch im Freizeitbereich. Das Dritte, was wir machen, vielleicht kommt es heute bei der Anhörung auch noch mal zur Sprache, dass wir natürlich auch in der psychosozialen Versorgung, also gerade dort, wo wir Therapieangebote brauchen, dass wir dort einen Träger fördern wollen, den wir jetzt auch schon drin haben in der gesamten Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Gerade für diese Personengruppe ist es schwierig, bis die letztendlich im SGB V angekommen sind. Und hier wollen wir sehr niedrigschwellig, sehr aufsuchend, auch natürlich mit Sprachmittlern Therapien anbieten. Das wollen wir jetzt ab Oktober schon starten, weil wir hier einen großen Bedarf haben und zurzeit auch ungefähr 1200 unbegleitete minderjährige Geflüchtete auch in den Hilfen zur Erziehung der Jugendämter haben. Und um dort wirklich schnell und nachhaltig agieren zu können, dieses Programm psychosoziale Versorgung. Wir haben auch ein Problem, bevor Kinder oder Jugendliche in die stationäre Jugendhilfe aufgenommen werden, ist oft eine Suchtproblematik da. Die ist auch verstärkt in der Pandemie entstanden. Und um sie überhaupt aufnehmen zu können, wir haben ja heute hier auch die Caritas, brauchen wir oft eine Suchtberatung oder brauchen auch Programme. Und dort wollen wir auch sehr niedrigschwellig über den Berliner Notdienst Kinderschutz, weil dort kommen die Kinder an, der gehört ja zu unserem Bereich, mit Suchtberatung tätig werden. Und ich denke, wir sind, das Programm ist im nächsten Jahr 3,5 Millionen. Wir sind natürlich auch noch offen, weitere Themen zu entwickeln. Deswegen ist die Anhörung für uns auch spannend, auch vor dem Kontext zum Beispiel Kita oder Kita-Sozialarbeit. Aber das, was wir aufgebaut haben, geht natürlich an Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen. Es geht an Schülerinnen und Schülerinnen mit Auffälligkeiten in diesem emotional-sozialen Bereich. Es geht auch an Menschen, die eine psychotherapeutische Versorgung brauchen, also Minderjährige und an von Sucht betroffene Kinder. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung, was wir auch ganz gern noch fördern wollen, ist das Thema frühe Hilfen. Dort hatten wir ja auch eine ganze Menge Geld drin über das Bundesprogramm. Das bricht jetzt weg. Dort gibt es zum Beispiel dieses Programm Babylotsen in der Charité. Auch dort Alleinerziehende stark schon von Anfang an zu unterstützen, ist auch noch ein Anliegen, was wir sehr gern in diesem Programm aufnehmen wollen. Soweit erstmal von unserer Seite. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann fahren wir mit unserer Anhörung fort und ich rufe Herrn Meusig auf. Bitte sehr. Also Sie können auch gerne konkrete Fragen stellen, sage ich vorweg. Erstmal, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Einladung. Das hat mich sehr überraschend getroffen und ich freue mich drüber.
Wenn ich jetzt hier spreche, ich komme ja aus Spandau, dann heißt das nicht, dass ich nur eine Spandauer Partialsicht hier darstelle, sondern die von allen EFB-Leiterinnen in freier Trägerschaft hier in Berlin, mit denen ich gestern noch mal sprechen konnte. Einige haben mir auch Sachen zugemailt. Also ich habe Informationen eingesammelt, weil man natürlich, ist ja klar, wenn man in seinem Heimbezirk unterwegs ist, hat man erstmal diese Sicht. Aber ich kann Ihnen sagen, die Sicht ist eigentlich doch relativ ähnlich in den verschiedenen Bezirken. Sie müssen sich vorstellen, das Familienleben ist ja sowieso nicht einfach. Das kennen Sie ja schon. Das heißt, Familien haben ja eh schon eine gewisse Belastung. Ein Organisations- und Koordinationsdruck. Dieser Druck ist natürlich durch Corona noch mal verstärkt worden. Man stelle sich die Familie als ein Gefäß vor, in das Belastungen hineingefüllt werden. Dann kann man sagen, dass durch Corona dieses Gefäß schon sehr gefüllt war und bei einigen Familien das Gefäß tatsächlich schon übergelaufen ist bzw. geplatzt ist. Eigentlich hatten wir ja die Hoffnung, dass nach Corona die Lage besser werden würde, war zumindest meine Lage oder meine Einschätzung und mein Wunsch. Aber ich kann sagen, durch den Krieg jetzt in der Ukraine, das belastet schon sehr viele Familien sehr. Viele leben in einer großen Unsicherheit. Das heißt, es gibt eine Angstproblematik, die in vielen Familien da ist. Das äußert sich dann beispielsweise bei Kindern auch in Leistungsproblemen, Ängsten vor Leistungen in Schule, natürlich auch auf dem Hintergrund der nicht stattgefunden oder ist nicht stattgefundenen Unterrichts über 2 Jahre fast. Und wir können uns vorstellen, dass also sehr viele Familien immer noch unter Druck stehen. Viele Familien konnten das auch kompensieren, aber es gibt auch eben auch einen großen Teil von Familien, die das nicht kompensieren konnten und wo gewissermaßen jetzt auch die Ressourcen zur Kompensation doch stark aufgebraucht sind. Wir sehen es natürlich in der Beratung, in der Einzelberatung, insbesondere aber auch in der Online-Beratung. Das ist interessant, weil natürlich da die Familien oder die Jugendlichen insbesondere sehr stark mit ihren Problemen ins Haus fallen. Großes Thema, Top-Thema ist Suizidgedanken, auch mit der geäußerten Absicht, aber immer noch in so einem Maß, wo man es noch steuern kann. Oder auch über selbstverletzendes Verhalten. Sagt Ihnen vielleicht was? Also ist ja eine Symptomatik, die viele Kinder heutzutage ja anwenden oder Jugendliche, weil es einen gewissen Druck reduziert. Das hört sich paradox an, aber ritze ich mich, dann lässt erstmal ein Druck nach, aber es baut sich wieder eine Spannung auf und wieder kommt es dazu, dass sie sich ritzen. Das können wir sehr stark in der Online-Beratung sehen. Das war vor Corona nicht der Fall. Das ist praktisch wie so ein Barometer über den Druck in Familien. Und Corona, wie gesagt, ist eine Zusatzbelastung. Der Krieg ist eine Zusatzbelastung. Emotional sind viele Familien sehr stark unter Druck dadurch. Es äußert sich zum Beispiel auch in der Trennungsscheidungsberatung. Die Konflikte werden aggressiver, kompromissloser zwischen den Eltern, die sich getrennt haben und strittig sind. Das heißt für mich, da gibt es einen Überdruck, der gewissermaßen so ein Ventil sucht und die Ventile, wie gesagt, können Ritzen sein, die können Konflikte zwischen den Eltern sein und das ist natürlich schon auch sehr belastend, wenn die Kinder das mitkriegen, macht es was mit denen, die können sich natürlich nicht emotional abgrenzen gegen die Konflikte der Eltern oder auch das, was in den Medien da ist, das ist das, was wir in Erziehungsberatung sehr stark sehen können. Depressive Symptomatiken sind natürlich auch vorhanden, das ist eigentlich immer der Klassiker. Aggression, Angst, Depression, das hängt ja in gewissem Maße zusammen. Man muss sich immer vorstellen, das hat ja der Barmer GEK-Arzt-Report auch mal vor 2013, kann man runterladen im Internet, hat das auch mal herausgestellt, dass Ängste bei Kindern praktisch die Vorbedingungen sind für psychische Störungen bei Erwachsenen. Also ich bin ja Berliner und ich kann es nur sagen, es ist natürlich immer blöd, wenn man als Diagnostiker durch die Stadt geht, ist es auch ein bisschen erschreckend. Ich muss irgendwie immer versuchen, mir meinen Verstand auszuschalten. Also was ich da sehe an Erwachsenen und an Kindern, auch an Problematiken, da habe ich dann immer Angst, was in ein paar Jahren auf uns zukommt. Also ich bin ja auch irgendwann mal Rentner und dann denke ich mir immer, oh, hoffentlich werden die alle in der Lage sein, meine Rente zu bezahlen. So, das, also ganz konkret als Betroffener. Und also ich kann nur hoffen, dass wir da die auf einen guten Weg kriegen, die Kinder. Wir überlegen natürlich auch als EFB in Berlin, also in freier Trägerschaft, da sehen wir uns ja regelmäßig einmal im Monat, überlegen wir natürlich auch, was wir dagegen steuern können. Wir haben auch Ideen, die werde ich jetzt natürlich nicht hier sofort ausbreiten, weil es wird zu weit führen, Sie müssten mich dann stoppen. Also ich denke mal, da gibt es eine ganze Reihe auch von Dingen, die wir auch tun können und wo wir auch auf dem Weg sind.
Vielleicht noch abschließend auch noch mal. Wir gehen davon aus, als EFB Berlin, dass die Folgen der Pandemiezeit nicht so schnell vergehen werden. Das ist leider so. Ja, wie gesagt, die Ressourcen sind aufgebraucht, die Ressourcen der Familien, Belastungen zu kompensieren, die Dauerbelastung Krieg. Also kann ja jeder für sich selber gucken. Also ich gucke auch bei mir, wenn ich am Anfang habe ich richtig Schiss gehabt. Ich bin eigentlich kein Schisser. Also mich können Sie überall hinschicken, habe keine Angst. Aber da dachte ich, oh, was passiert hier als nächstes? Jetzt stellen Sie sich vor, wenn ich schon Angst kriege, sage ich mir immer, dann ein Kind, was ist mit dem Kind? Das wird garantiert noch viel mehr Angst kriegen als ich. Also das sind Belastungen, die werden uns noch eine Zeit halt begleiten, sage ich mal. Eine Rückkehr zur Normalität sehe ich im Moment noch nicht. Also es war ja mein Wunsch immer, wann ist Corona vorbei, wann kommen wir zurück zur Normalität. Konnte ich bisher nicht erkennen. Ich bin auch sehr stark im Bereich Geflüchtete unterwegs gewesen. Also von unserer Beratungsstelle aus haben wir also regelmäßig in Spandau nahezu alle Einrichtungen besucht und auch Beratung vor Ort gemacht. Und ich stelle mir das so vor, dass das jetzt auch diese Familien noch mal stärker belastet, weil sie eben auch noch mal enger sind, noch weniger Möglichkeiten zur Kompensation haben. Das war mir auch noch wichtig, noch mal zu sagen. So, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne. Und dann schweige ich jetzt für einen Moment. Genau, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Scharf bitte, weil die Fragerunde kommt dann im Anschluss. Ja, sehr geehrte Frau Hausdörfer, sehr geehrte Frau Senatorin, liebe Staatssekretäre, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch ich freue mich über die Einladung heute hier in den Ausschuss. Ich freue mich auch wieder da zu sein und heute hier zu diesem Thema Ihnen was berichten zu können. Ich bin heute hier vor dem Hintergrund als Jugendhilfereferent des Caritasverbandes und habe vor dem Hintergrund natürlich viel mit unseren stationären Einrichtungen zu tun. Und da werde ich heute auch so ein bisschen meinen Fokus noch mal drauf legen. Deswegen heute mein Blick noch mal auf die Kinder und Jugendlichen, die aktuell nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Es sind die Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen eben nicht in ihrem Elternhaus aufwachsen. Es sind Kinder und Jugendliche, wo sich Vater und Mutter nicht richtig um ihr Wohlergehen sorgen, sich nicht um die Schule kümmern, die nur begrenztes Interesse an ihren Kindern haben und die sozusagen, sei mal an dieser Stelle quasi, alleine für sich stehen. Diese Kinder und Jugendlichen haben kein Urvertrauen oder konnten dieses manchmal nicht entwickeln oder häufig nicht entwickeln, da ihre Beziehung missbraucht wurde, sie Gewalt schon in jungen Jahren erfahren mussten und Elend erlebten. Es sind in Berlin Kinder und Jugendliche, die in den ca. 8.000 betriebserlaubten Plätzen der Einrichtungen der teil- und stationären Kinder- und Jugendhilfe ein neues Zuhause finden. Es sind quasi viele, viele Erzieherinnen und Sozialpädagogen, die sich jeden Tag um diese Kinder kümmern und aufopferungsvoll wirklich für sie arbeiten. Und vielleicht guckt der eine oder andere heute hier ja auch zu. Und ich darf an der Stelle auch den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeit machen, mal ganz, ganz herzlich danken. Wir sprechen also hier von Kindern, die in mehrerlei Hinsicht Benachteiligung erfahren. Als Pädagoge sage ich natürlich, es geht uns eigentlich immer darum, sie zu empowern, ihre Stärken zu sehen. Aber diese Kinder haben es nicht leicht. Dazu drei Punkte. Es sind eben zum einen sind sie in ihrem Beziehungs- und Bindungserleben durch die Erfahrung ihrer Kinder in ihrer Kindheit beeinträchtigt. Auch wenn versucht wird, den Kontakt zu den Eltern irgendwie zu halten, stehen die Kinder doch häufig allein. In therapeutischen Settings werden versucht, diese Fragen und Probleme auch anzugehen und zu bearbeiten. Voraussetzung ist, dass die Einrichtungen dafür ausgestattet sind. Voraussetzung ist, dass vielleicht eine benachbarte EFB da ist. Voraussetzung ist, dass wir niedergelassene Therapeuten finden. Zweitens, sie wachsen in Einrichtungen auf, wo sie in der Regel immer wieder wechselnd im Schichtdienst von einem Erzieher in einer Regelgruppe von bis zu 10 Kindern Tag und Nacht betreut werden. Eine individuelle Begleitung und Befähigung ist in diesem Kontext kaum möglich. Und drittens, sie kommen in ein, sage ich mal, beanspruchtes Schulsystem. Da sind viele Kinder, es sind große Klassen,
Teilungsunterricht findet zurzeit nur noch oder findet nicht mehr so häufig statt. Wir haben den Lehrermangel, Unterricht fällt aus. Und die Kinder haben eben keine Eltern, die zu Hause sich darum kümmern, dass man am Bildungserfolg ihrer Kinder mitarbeitet. Und somit sind sie aus meiner Sicht auch deutlich bildungsbenachteiligt. Und wenn Sie die Ausstattung in der Jugendhilfe so sehen und hören, ist das auch in der Jugendhilfe nicht zu kompensieren und nicht zu schaffen. Diese schon vorhandene Situation der jungen Menschen hat sich durch die Corona-Pandemie noch einmal verschärft. Ist da vorhin drauf schon eingegangen worden. Schließung der Schulen und Kindergärten, Kontaktbeschränkungen in den Einrichtungen, keine Besuche mehr von Freundinnen, Besuche der Eltern zum Teil nicht möglich mehr. Es gab keine Beurlaubung, die Freizeitaktivitäten außerhalb der Einrichtungen fanden nicht mehr statt, ob es Fußball war, Musik oder was auch immer. Hinzu kam das Homeschooling. Jede Schule war anders. Jede Klasse war anders. Jetzt hatten sie 10 Kinder in einer Gruppe und dort hatten sie unterschiedliche Schulaufträge zu erfüllen. Es gab die Quarantänesituation einzelner Kinder und Erzieher und, ich wiederhole mich, ein Erzieher auf 10 Kinder, wie sollte er das denn schaffen? Also, es fehlt an Personal und Unterstützung bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen. Und positiv aus dem Bundesprogramm Stark statt Corona förderte die Senatsjugendverwaltung das Programm Mobile Lernhilfe jetzt bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Insbesondere für die Bildungsförderung durch Unterstützung und Nachhilfe, welches für die Einrichtungen sehr, sehr hilfreich war. Aber Sie haben ja vorhin gehört, wir haben 1.000 Kinder erreicht. Über 8.000 Kinder haben wir in den stationären Jugendhilfen. Das ist eigentlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aus der Caritas haben wir dann versucht, da noch eins oben drauf zu legen, einen Schritt weiter zu gehen. Und wir haben quasi das Konzept, heute geht es ja nicht nur um die Bedarfe, es geht ja auch um Konzepte. Wir haben das Konzept der Caritas Bildungsbuddies entwickelt. Unsere 10 Einrichtungen mit 300 Kindern, das heißt, wir haben 300 Kinder mehr erreicht, die wir jetzt noch oben drauflegen können, haben signalisiert, dass sie dringend eine Assistenz beim Aufholen von Lerndefiziten bei der Herstellung der Lernbereitschaft beim Homeschooling brauchten. Sie brauchten aber auch eine Unterstützung bei dem Umgang und dem Einüben dieser unterschiedlichen Lernplattformen, die wir dort erlebten. Es ging um die Hausaufgaben, es ging aber auch um die Freizeitgestaltung, also Dinge basteln, spielen, andere Dinge mit ihnen zu machen. Das war die Assistenz. Und das Zweite, es fehlte natürlich auch an Ausstattung in den Einrichtungen. Laptops, Tablets, Drucker, WLAN, ein Support für die Einrichtung. Also es war ja nicht getan, die Kinder jetzt nur mit einem Tablet auszustatten. Man muss es ja auch bedienen können. Die Einrichtung musste dafür ausgestattet werden. Und es braucht einen kontinuierlichen Support. Das kennen Sie ja auch in der Senatsverwaltung. Ohne Ihre IT-Leute kommt man da natürlich dann nicht weit. Daraus entstand sozusagen die Idee der Caritas Bildungsbuddies. Ziel ist es, zum einen jedes Kind und Jugendliche mit einem Laptop und einem Tablet auszustatten und die Einrichtung entsprechend aufzurüsten. Und das Zweite, jedes Kind oder Jugendliche oder zumindest jede Gruppe sollte einen Unterstützer erhalten, diesen Bildungsbuddy. Und das sind Studierende. Das sind Studierende, die Lehramt studieren, soziale Arbeit, Pädagogik, aber auch BWL, Kunst, was weiß ich. Also wir haben da relativ viel und ziemlich breit Studierende gewinnen können, die jetzt hier als Bildungsbuddies tätig sind und nicht nur ehrenamtlich tätig sind, sondern dafür tatsächlich auch bezahlt werden. Dadurch entstand jetzt eine Win-Win-Situation. Einerseits wurde die Einrichtung entlastet und die Studenten, die haben Praxis erfahren und haben also auch noch ein Gehalt bekommen. Aufgaben der Bildungsbuddies sind neben der schulischen Lernbegleitung, also Homeschooling, Hausaufgaben, Schulung, Quarantänesituation, Nachhilfen, Wissenslücken sozusagen aufbessern, Lernen für Klassenarbeiten, eben die Schaffung, also dieses ganzheitliche Angebot, Schaffung der Freizeitangebote und die ganzheitliche Förderung als Vertrauensperson, als Vorbild, als ein junger Mensch, der die Kinder dort individuell begleitet in ihrem Gruppenalltag, der sozusagen mit ihnen auf die Praxissuche geht und vielleicht auch überlegt, was willst du denn mal werden, bei der Berufswahl sogar behilflich sind. Die Mittel für die Bildungsbuddies wurden von uns von der Caritas zentral akquiriert. Wir haben dort großzügige Spender gefunden und direkt an die Einrichtung weitergegeben.
Damit konnten die Einrichtungen schnell Bildungsbuddies einstellen und flexibel handeln. Auch die Bindung der Bildungsbuddies an die Einrichtung ist dadurch halt ein Stück weit besser hergestellt. Aktuell lassen wir das ganze Modell durch die Katholische Hochschule nochmal evaluieren. Ich darf Sie jetzt schon im Februar 2023 zur Vorstellung der Evaluation einladen. Was wir aber jetzt schon feststellen können, es gelingt sozusagen, also die Kinder also erhalten wirklich eine größere individuelle Zuwendung. Es gelingt, die Motivation und Konzentration zu steigern. Im Einzelfall konnten wir natürlich die schulische Leistung verbessern. In einem Fall konnte sogar eine Gymnasialempfehlung ausgesprochen werden. Also es war ein großer Erfolg. Und umgekehrt ist sogar gelungen, den einen oder anderen Bildungsbuddy als neuen Mitarbeiter bei uns begrüßen zu dürfen. Also wir konnten tatsächlich auch den einen oder anderen Fachkraft gewinnen. Lassen Sie mich mit drei Zitaten beenden. Das eine Zitat, das möchte ich hier gerne noch mal mit in den Raum geben. Wir hatten Besuch von Frau Büdenbender, also der Frau des Bundespräsidenten, die sich sehr für das Projekt interessiert hat. Sie sagte, dieses Projekt sorgt dafür, dass die Chancen für junge Menschen aus Kindern- und Jugendhäusern verbessert werden. Es ist eine wichtige Hilfe, damit sie erfolgreich die Schule meistern können. Bildung ist ein zentraler Baustein für eine Perspektive in unserer Gesellschaft und wir müssen allen Kindern die gleiche Chance auf Bildung ermöglichen. Dazu leisten die Caritas Bildungsbuddies einen klugen und hilfreichen Beitrag. Eine Pädagogin sagte, wir wünschen uns für die Zukunft, dass die Bildungsbuddies zum festen Bestandteil unserer Gruppe werden. Und ein Kind sagte, ich freue mich, so einen Bildungskumpel zu haben. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schaaf. Frau Scheuermann, bitte. Sie müssen noch das Mikro anmachen, bitte. Auf dem Grauen. Ah, genau. Alles klar. Ja, ich koordiniere die PSAG Mitte für Kinder und Jugendliche und bin selbst Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. In der PSAG Mitte sind die Fachdienste vertreten und die freien Träger, die im Bezirk mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und als Fachdienste ist in der Regel der regionale sozialpädagogische Dienst vertreten und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst sowie ab und zu eben der SIBUZ. Es werden monatlich sozusagen Themen verhandelt dort, aber eben auch Konzepte vorgestellt. Es ist jetzt sozusagen wenig, was ich glaube, ich hier beitragen kann. Also ich habe mich ein bisschen auf die Psychotherapie und die Versorgung mit Psychotherapie konzentriert und da würde ich Ihnen ganz gerne vielleicht aus meiner Praxis was erzählen. Also ich habe seit der Pandemie also sehr viel mehr Nachfragen nach psychotherapeutischen Leistungen. Meistens ist die Nachfrage eben nach Einzeltherapie. Ich bin auch Gruppentherapeutin, da haben die Jugendlichen meistens etwas Respekt vor, wollen das erstmal nicht, aber Gruppentherapien helfen, kann ich nur sagen und das sage ich eben auch den Jugendlichen. Und die Zunahme seit Pandemiezeiten ist eben im Bezug auf soziale Ängste bei den Kindern und Jugendlichen, vor allem eben bei den Jugendlichen, hat es sehr zugenommen und Essstörungen. Also Essstörungen sind exorbitant in die Höhe gegangen. Und ich wollte jetzt mal, also da, so weit erstmal sozusagen zur kurzen Einführung, ich habe mal die Zahlen eruiert zu der Versorgung mit der ambulanten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie als Kassenleistung. Also sind in ganz Berlin 267 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten niedergelassen. Also das ist eine Zahl von der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Es gibt da Tabellen, da können Sie sich schlau machen. Und nach Bedarfsplanungsrichtlinie sind in ganz Berlin 243 niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten notwendig. Also das ist sozusagen die gesetzliche Vorgabe. Und Sie merken also von den Zahlen her, es gibt
nicht so viel Unterschied. Also 243, 267 sind niedergelassen. Und ich würde jetzt ganz gerne noch mal ganz kurz auch auf die COPSI-Längsschnittstudie eingehen. Die ist herausgegeben worden vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und danach zeigt also jedes dritte Kind seit Pandemiebeginn Hinweise auf eine psychische Störung. Es wurden also 1000 Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren befragt und 1600 Eltern. Also das war eine Online-Befragung. Wie der Bedarf bzw. die Versorgung mit Psychotherapie in der Jugendhilfe aussieht, kann ich nicht sagen. Da gibt es vielleicht interne Statistiken oder da müssten Sie sich anderweitig ein bisschen stärker informieren. So. Jetzt würde ich gerne noch mal darauf eingehen, wie die Indikationsstellungen aussehen. Also es gibt sowohl Psychotherapie nach SGB V als Krankenkassenleistung. Da ist die Grundlage die Psychotherapie-Richtlinie. Und danach sind eben psychische Erkrankungen klar umschriebene Leidenszustände und seelische Störungen, die der willentlichen Steuerung des Patienten nicht unterworfen sind. Das heißt also, sie sind unbewusst. Und diese Störungen werden sozusagen nach SGB V, also als bei niedergelassenen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, wenn es ein Kind oder Jugendlicher ist, der seelisch erkrankt ist, behandelt. Und dabei wird vorausgesetzt, dass das familiäre Gefüge intakt ist. Also das heißt, es bestehen keine erzieherischen Defizite bei den Eltern oder im sozialen Umfeld. Anders sieht es aus bei der Psychotherapie in der Jugendhilfe nach SGB VIII. Und da gibt es eben drei Paragraphen, die zugrunde gelegt werden oder die das Ganze eben konzeptualisieren. Und das wäre eben hier einmal Paragraph 27 SGB VIII, ambulante Psychotherapie in der Jugendhilfe als Hilfe zur Erziehung. Und dabei ist der Adressat immer, sind immer die Eltern und nicht das Kind. Also das Kind wird sozusagen psychisch krank, weil das Interaktionsgefüge mit den Eltern gestört ist. Und deshalb hat die Psychotherapie als Hilfe zur Erziehung zum Ziel, dieses Interaktionsgefüge wieder zu bearbeiten, damit das Kind oder der Jugendliche nachreifen kann, sich eben psychisch erholt und gut aufwachsen kann. Die Hilfe, das war die Hilfe zur Erziehung. Dann gibt es noch den Paragraphen 35a SGB VIII. Das ist die Eingliederungshilfe. Dabei ist der Adressat der junge Mensch. Und dieser junge Mensch ist eben von seelischer Behinderung bedroht oder diese seelische Behinderung ist schon eingetreten. Und die Psychotherapie versucht, genau da anzusetzen und den jungen Menschen wieder zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu heilen oder dahin zu bringen. Und es geht hier eben auch um eine Nachreifung und mit den Eltern oder dem sozialen Gefüge oder dem Umfeld wird insofern gearbeitet, damit eben dieses Ziel einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gedient ist. Es gibt Frau Scheuermann, ja? Könnten Sie langsam zum Ende kommen? Okay. Wir haben noch Anhörungen. Ja. Es gibt noch die Hilfe für junge Volljährige nach Paragraph 41. Die ist eher untergeordnet, kommt in der Praxis kaum vor. Da geht es darum, dass eben Volljährige, junge Erwachsene eben nicht alleine leben können und darin eine Unterstützung benötigen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Scheuermann. Herr Professor Dr. Schmitz, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich hören und auch sehen. Ja, ich habe ein paar Folien vorbereitet. Die können Sie sehen, oder? Sonst Widerspruch bitte. Genau. Ja, ich bin Universitätsprofessor für klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie, bin selber Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und leite in Leipzig die psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche. Das heißt, ich bin selber auch Kliniker, sehe bei uns in der Hochschulambulanz auch selber Patienten, beschäftige mich zu einem großen Teil meiner Arbeit, aber auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive dem Thema der psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen und seit 3 Jahren verstärkt dem Thema der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und ja, kann mich sehr, sehr vielen oder allem dem, was die Kolleginnen vor mir gesagt haben, anschließen und möchte gerne noch mal ein paar ja, wissenschaftliche Erkenntnisse Ihnen vorstellen. Genau. Die Studie kam jetzt gerade schon zur Sprache, ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Auf der linken Seite sehen Sie in der Tabelle die Ergebnisse der Längsschnitt-Copsi-Studie, die repräsentativ psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland erfasst hat. Hier ist das positiv und auch das Einmalige, dass die Copsi-Studie eben auch Präpandemie-Daten hat und über die repräsentativen Daten uns einen guten gute Aussage geben kann, wie sich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen entwickelt hat, auch über ja, die subjektiven und die professionellen Eindrücke, die wir aus der Versorgung haben. Es ist nochmal auch gut zu sehen, ist das vielleicht auch ein regionales Phänomen oder wie sieht es bundesweit aus? Und hier ist auch interessant, dass wir über verschiedene pandemische Phasen diese Erhebung haben. Das, was Sie in der obersten Spalte, wo eben auch diese 65% stehen, sehen, dass wir einen sehr starken Anstieg von behandlungsbedürftigen psychischen Symptomen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen im Schulalter in der COPSI-Studie finden. Wir haben also plus 65% im Vergleich zu vor der Pandemie. Letzte Erhebungszeitraum der COPSI-Studie war im Oktober, September letzten Jahres. Hier ist nochmal auch bemerkenswert, dass sich die in den Daten der COPSI-Studie keine starke Verbesserung über den letzten Sommer zeigt. Also die vorletzte Erhebung war im Winter 2020/21, auch zur Zeit der großen und langen Schulschließung und dann über den langen Sommer nochmal auch danach dann, der ja weitgehend auch maßnahmenfrei war, sehen wir, dass sich beispielsweise bei den allgemeinen Symptomen psychischer Erkrankungen eigentlich kaum eine Verbesserung ergeben hat. Das hatten wir eben 30% zu 29%. Also trotz offener Schulen ist das relativ stabil hoch und erhöht geblieben. Was jetzt nochmal auch interessant ist, wie hat sich das Ganze entwickelt? Es gab ja dann im letzten Herbst auch schon das Bestreben, Schulen offen zu halten, keine Schulschließungen zu vollziehen. Das ist ja weitgehend auch gelungen. Und jetzt eben auch mit der Hoffnung, dass sich durch offene Schulen die psychische Verfassung von Kindern und Jugendlichen stabilisiert und verbessert. Hier gibt es aus der COPSI-Studie bisher keine Ergebnisse, aber ich habe Ihnen auf der rechten Seite nochmal eine repräsentative Befragung abgebildet von der Robert-Bosch-Stiftung, das sogenannte Deutsche Schulbarometer. Und hier hat man über eine Lehrkräftebefragung bundesweit über 1000 Lehrkräfte befragt, auf der einen Seite, wie Lehrkräfte selbst belastet sind und auf der anderen Seite, wie sie ihre Schülerschaft wahrnehmen. Und hier sehen Sie in den hellroten Balken, das ist der Stand im September 2021 und dann dieses Jahr, April 2022, wie gesagt, offene Schulen, keine Schulschließungen mehr. Und das, was Sie sehen, dass sich in allen Problembereichen wie Konzentration, Motivationsmängel, motorische Unruhe, depressive Symptome und auch Schulabsentismus, was auch ein großes Thema ist. Die Kollegin hat es auch schon angesprochen zum Thema soziale Ängste, die stark zugenommen haben, dass wir einen weiteren Anstieg dieser psychischen Belastung berichtet durch Lehrkräfte finden. Das finden wir auch in anderen Daten. Auch in Sachsen gibt es die große Saxo-Kopf-Studie, die ähnliche Ergebnisse zeigt. Und das muss uns doch auch
Sorgen machen, dass offensichtlich das reine Offenhalten von Schulen nicht ausreichend ist, sondern, wie es auch schon zur Sprache gekommen ist, die psychischen Belastungen, die entstanden sind, die Lernrückstände, die entstanden sind, die große Unsicherheit, die weiter besteht, ja, ein stabiles Phänomen ist, was auch weiter, und da kennen wir auch viele Daten, die eben zeigen, dass psychische Belastungen im Kindes- und Jugendalter sehr häufig einen chronischen Verlauf nehmen und dann auch bis ins Erwachsenenalter nachwirken. Wir wissen aus großen epidemiologischen Studien, dass 2/3 der psychischen Erkrankungen des Erwachsenenalters vor dem 24. Lebensjahr beginnen. Das heißt, diese psychischen Symptome oder diese psychischen Belastungen setzen sich fort. Das heißt, das Kindes- und Jugendalter ist eine extrem wichtige Phase, um lebenslange psychische Gesundheit ein Stück weit zu determinieren. Ja, wie sieht es bei der Versorgungssituation aus? Es ist ja sehr viel auch schon über das Thema stationäre Jugendhilfe, sozial benachteiligte Familien gesprochen worden. Was man klar sagen muss, dass wenn Kinder und Jugendliche unter psychischen Erkrankungen leiden, dann benötigen sie eine qualifizierte psychotherapeutische bzw. eine kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung. Das heißt, sie brauchen eine Psychotherapie. Natürlich ist Jugendhilfe, niedrigschwellige psychosoziale Unterstützung auch wichtig, aber es braucht hier eine qualifizierte Krankenversorgung. Wir haben dazu letztes Jahr eine bundesweite Befragung gemacht zu dem Thema, wie sieht die Versorgung mit psychotherapeutischen Plätzen aus. Auch das ist ja schon zur Sprache gekommen und bestätigt auch nochmal das, was wir sowohl in unserer Ambulanz, aber ja auch die Kollegin aus Berlin berichtet hat, dass wir eine deutliche Zunahme der Wartezeit sowohl auf Erstgespräch als auch auf einen qualifizierten Psychotherapieplatz haben. Wir haben gefunden, dass in der Pandemie mittlerweile eine Wartezeit von 10 Wochen auf ein Erstgespräch und ein halbes Jahr, das ist der bundesweite Durchschnitt, ist regional noch mal etwas unterschiedlich, aber fast ein halbes Jahr besteht. Also wir sehen, dass die Wartezeit sich fast verdoppelt hat in der kinder-jugendpsychiatrischen Versorgung, also den stationären Einrichtungen sieht es nicht viel besser aus. Viele Kliniken und auch viele niedergelassene Kolleginnen führen auch gar keine Wartelisten mehr. Ich kann Ihnen aus der persönlichen Erfahrung sagen, dass wir regelmäßig wirklich schwere Fälle von psychischen Erkrankungen, Essstörungen, aber auch Kinder und Jugendliche mit regelmäßigen Suizidgedanken haben, die psychotherapeutisch nicht versorgt werden können. Selbst wenn Kinder berichten, dass sie regelmäßig Selbstmordgedanken haben, finden sie nur sehr schwer einen Platz und wenn dann überhaupt nur zur Krisenintervention und keine langfristige Perspektive, wie es notwendig ist. Meine letzte Folie nochmal die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Auf der einen Seite, dass wir eben sehen, dass Familien, Kinder, Jugendliche weiterhin sehr stark psychisch belastet sind. Dass es eben nichts ist, wo man sagt, offene Schulen sind die beste Therapie für Kinder und Jugendliche, sondern dass auch das Thema, und das sehen wir auch aus empirischen Daten, dass auch offene Schulen bzw. Schule, die nicht berücksichtigt, dass Kinder jetzt 2 Jahre Pandemie, aufgezehrte Ressourcen und auch Lernrückstände auf dem Buckel haben, die das nicht berücksichtigt, auch zum Belastungsfaktor werden kann. Da gibt es gute Daten, die zeigen, dass schulischer Leistungsdruck einer der Haupteinflussfaktoren beispielsweise für depressive Symptome bei Kindern und Jugendlichen ist, dass wir sehr lange Wartezeiten auf Psychotherapieplätze haben und das problematisch ist, weil dadurch Chronifizierungen entstehen und noch schwerere Erkrankungen, die dann wiederum stationäre Behandlungen benötigen oder auch nochmal auch viel längerfristige Einschränkungen dann mit sich bringen und auch die stationäre psychiatrische Versorgung das nicht auffangen kann. Das, was daraus folgt, wir brauchen ganz dringend psychosoziale Strukturen, vor allen Dingen auch mit einer schulischen Anbindung. Das Problem bei psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen ist, dass viele von den Kindern und den Familien, die Hilfe brauchen, nicht den Weg in die psychotherapeutische oder kinder-jugendpsychiatrische Versorgung finden. Es gibt bundesweite Daten, die zeigen, dass nur 1 von 10 Kindern, also nur 10% der psychisch erkrankten Kinder, eine qualifizierte Richtlinienpsychotherapie bekommt. Das heißt, es braucht Identifikation und Prävention an Schulen, dort, wo alle Kinder gesehen werden, und
Was ebenso im Gleichklang genauso wichtig ist, dass wir die psychotherapeutische Versorgung ausbauen, weil das ist der Ort, wo Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen versorgt werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich im Nachgang auf Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank. Es gibt auch einige vorliegende Wortmeldungen. Ich frage jetzt noch mal. Also ich habe jetzt hier Frau Sucker, Frau Burkhardt-Eulitz, Frau Seidel, Frau Brichtzi, Herrn Fresdorf, Herr Simon, genau, Frau Wolf, und ich melde mich in meiner Funktion auch noch mal, also nicht als Ausschussvorsitzende, sondern als Sprecherin. Gut, dann fangen wir mal an mit Frau Sucker, bitte. Frau Burkhardt-Eulitz, bitte. Vielen Dank. Ich glaube, die Darstellung der Ist-Situation ist uns von allen ganz deutlich nochmal gemacht worden. Was mich besonders interessiert ist, woran müssten wir momentan jetzt weiterarbeiten? Wir haben ja die Stellungnahme von Herrn Dr. Schirmer vom KPD Friedrichshain-Kreuzberg auch bekommen. Und wir haben auch in der letzten Legislatur an bestimmten Themen gearbeitet. Und ich würde da gerne, das ist so ein bisschen das, wonach ich immer bohre, diese Schnittstellenproblematiken zwischen den verschiedenen Hilfesystemen. Er schreibt ja, dass er insbesondere auf diese Schnittstellen dort, wenn das besser werden würde, massive Verbesserungen der psychosozialen Versorgung sozusagen auch anspricht. Da gab es auch entsprechende Projekte, die angeschoben wurden, zum Beispiel zwischen den Schnittstellen SGB 5 und 8. Wir haben aber auch noch das SGB 9 mit dabei, Eingliederungshilfen in der Zuständigkeit der Teilhabefachämter der Jugendämter. Und da weiß ich aus eigener praktischer Erfahrung, dass nicht nur erstens das sehr unterschiedlich in dieser Stadt in den Jugendämtern ist, sondern dass auch dort einfach noch die Möglichkeiten in der Konstellation Schule, Jugendhilfe, soziale Hilfe nicht dem entsprechen, wie es eigentlich sein müsste, dass Kinder nicht in die Schule gehen, weil sie zum Beispiel nicht aus dem Autismus-Spektrum kommen, sondern MSOZ-Kinder in Anführungszeichen, also emotional, sozial belastet sind und dort entsprechende Schulbegleitung, die eigentlich gesetzlich vorgesehen sind, sozusagen, wenn das Schule nicht leisten kann, einspringen müssten. Und dass diese Vernetzungen, die eigentlich da sein müssten, noch nicht so gut funktionieren, da würde mich interessieren, ob es diese Ansätze gibt. Wir haben ja auch mal im LJHA darüber gesprochen, dass diese Multiprofessionalität, Querschnitt und Schnittstellenproblematik, dass das eine große Herausforderung ist. Auch die gemeinsame Hilfeplanung von Schule, Jugendhilfe und auch Eingliederungshilfen, glaube ich, noch einiges an Nachbesserungen angeht. Da würde mich auch in Richtung Verwaltung interessieren, wie diese Arbeitsebenen, wo da der Stand der Dinge ist, damit eben gerade da, wo es komplex und kompliziert ist, wir da endlich auch weiterkommen. Und da würde mich interessieren, wie da der Stand auch der Vernetzung in der Stadt auf ihren Ebenen sind. Vielen Dank. Dann Frau Sucker. Vielen Dank. Die Verwaltung hatte das Thema Sucht angesprochen. Da würde mich interessieren, welchen Schwerpunkt wir da setzen, um vielleicht ein bisschen differenzierter, welche Sucht wir da sozusagen, welche Suchtproblematiken wir eher herangehen. Ist es eher Drogen? Sind es eher dann vielleicht auch Medikamente, was ein wirklich wichtiger Stichpunkt jetzt gleich auch in meinem Beitrag werden soll? Sie sprachen nämlich, Frau Scheuermann, vielen Dank für Ihren Vortrag, Sie sprachen das Thema Essstörungen an. Massiv angestiegen. Die Behandlungen dazu, besorgniserregend sind laut einer Studie von DRK tatsächlich auch die Behandlungen mit Antidepressiva 65% mehr als bisher. Und es scheint, wenn ich mal so sagen darf, ein Mädchenthema zu sein. Wir kennen das aus den Behandlungen oder aus der Thematik mit Frauen, dass es eher sozusagen Medikamenteabhängigkeit ist auch so ein Thema eher für Frauen oder ein Thema, das sehr schleichend kommt und nicht so viel Aufmerksamkeit genießt. Aber eben, wie gesagt, auch eher so ein, in Anführungsstrichen, Frauenthema. Wenn ich die Zahlen jetzt mit sehe, wie stark die zugenommen haben, die Antidepressiva bei Mädchen, dann verstehe ich, dass sich das wahrscheinlich so eben auch im Lebensverlauf durchzieht. Ich finde das sehr besorgniserregend, weil es natürlich jetzt sozusagen
ja, natürlich die Langzeitfolgen zu bedenken sind und eben diese Abhängigkeit, die ich ansprach. Und dann wäre die Frage, was Schule in dem Zusammenhang tatsächlich auch machen kann. Da ist natürlich das Stichwort Prävention hier schon gefallen und inwiefern Schulen und das Drumherum, aber vor allem Schulen hier viel früher ansetzen können, auch dieses Thema Medikamenten und Medikamentenabhängigkeit zu behandeln, weil oft ja bei Schülerinnen gerade auch oder überhaupt in den Familien das Thema Medikamente ja erstmal etwas, was vom Arzt verschrieben wird, ist ja vielleicht schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Immerhin verschreibt ja der Arzt, da gibt es ja keinen Ausweg, aber grundsätzlich müssten sich Schulen, also müsste es mehr Gesundheitsbewusstsein und mehr quasi Aufklärung bei diesem Thema auch geben. Also wir haben es bisher, finde ich, in der Gesellschaft schon diese Art von Sucht stark vernachlässigt. Es ist auch nicht so sichtbar eben wie Alkohol oder Drogen. Das ist so mein Hinweis, wo wir als Schule, als Bildung definitiv mehr ansetzen müssten. Dann hatten wir das Thema Schulpsychologie, wo es mehr, das wurde schon angesprochen, wo wir da mehr Fachkräfte brauchen. Ich würde sogar weitergehen und sagen, wir brauchen eigentlich für die Schule auch Schulgesundheitsfachkräfte. Ich weiß, überall gibt es Fachkräftemängel, aber wir müssen bei dem Thema auf jeden Fall tatsächlich hier ansetzen bei Schule, weil wir sehen es ja, wenn wir es nicht präventiv ansetzen, ist es meistens dann auch schon zu spät. So, dann gebe ich gerne weiter. Danke. Also vielleicht nur für alle Außenstehenden, anders als Anzuhörende haben Abgeordnete in diesem Parlament keine Redezeitbegrenzung. Aber angesichts der 10 Abgeordneten umfassenden RednerInnenliste bitte ich uns doch alle ein bisschen kürzer zu halten, damit wir dann auch die Rederunden hier auch entsprechend gut und fachlich argumentativ abhandeln können. Dann ist jetzt Frau Seidel dran, bitte. Vielen Dank. Immer wenn ich dran bin, kommt vorher sowas. Aber ich gebe mir Mühe, es ist ja auch schon viel gefragt worden und ich kann unmittelbar bei Frau Burkhardt-Eulitz ansetzen. Also ich bin ja sehr froh, dass es gelungen ist, diese Mittel für diesen Haushalt einzustellen und zu sichern, sodass Best-Practice-Projekte nach Ende des Auslaufens der Bundesmittel weitergeführt werden können. Das finde ich super. Und ich würde auch gerne wissen, was Sie sagen würden, an welchen Schnittstellen können wir anfangen, weiterzuarbeiten. Es ist für mich auch tatsächlich ein Problem der misslungenen Übergänge mitunter. Ja, wir haben ja auch in diesem Haushalt festgelegt, Mittel, um in den Schulen Kinderschutzkonzepte überall zu entwickeln. Das ist, denke ich, auch ein Teil davon, dass man psychisch erkrankte Kinder, dass man seelische Leiden eher entdeckt. Das hat alles mit Personal zu tun. Wir haben an allen Ecken und Enden ja Personalmangel. Und ich möchte an der Stelle Herrn Meusig auch bitten, wir werden heute noch öfter darüber reden, über die psychosoziale Versorgung und wo Sie denn auch Ihre Ideen ausbreiten können. Und auch mich beschäftigt die Frage, was als nächstes kommt. Und ich nehme an, das ist eine noch stärkere soziale Spaltung. Wir müssen uns nur die Teuerungen angucken. Das wird jetzt nicht aufhören. Pandemie, Krieg und jetzt geht das mit der Inflation auf die Familien nieder. Also da müssen wir müssen uns auf diesen Bereich tatsächlich vorbereiten. Meine konkrete Frage an Herrn Scharf wäre, wie bewerten Sie denn die Personalbemessung in der stationären Jugendhilfe und die Ausstattung? Wir haben es sowieso auf dem Zettel im COA-Vertrag, uns das mal jetzt endlich genauer anzugucken. Ich hätte da Ihre Einschätzung wirklich gerne gehört. Ich würde Frau Scheuermann gerne fragen, nachdem Herr Schmitz auch noch gesagt hatte, wir haben jetzt hier Wartezeiten von 10 Wochen. Wie erklären Sie diese Differenz zwischen 267 Psychotherapeuten, die niedergelassen sind, krankenkassenberechtigt, und der Einschätzung oder der gesetzlichen Vorgabe von 243 und eigentlich der Bedarfslage, die da gegeben ist und die ja jetzt auch noch größer geworden ist, auf dem Hintergrund der Tatsache, dass nur 10% psychisch erkrankter Kinder eine qualifizierte Betreuung bekommen. Liegt das an der Verteilung dieser niedergelassenen Praxen oder wie lässt sich das erklären? Ich verstehe es nicht ganz. Und an der Stelle möchte ich auch noch ein Wort verlieren zu den jungen Volljährigen, zu den Hilfen nach 41. Meiner Meinung nach werden die viel zu wenig eingesetzt.
Das ist ganz klar gesetzlich geregelt, dass das gemacht werden kann. Die sind ja nicht mit 18, mit dem 18. Geburtstag plötzlich ihre Probleme los und werden dann vielleicht noch kurz in einem betreuten Einzelwohnen betreut. Also ich finde, das ist schon ein Problem, dass es nicht ausreichend ausgenutzt wird, dieser gesetzliche Spielraum, der da ist. Und Ihre Einschätzung würde mich auch noch mal interessieren, wie schätzen Sie die Personalsituation bei den regionalen sozialpädagogischen Diensten ein? Danke erstmal. Herr Friesdorf, bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, werte Anzuhörende, für Ihre Expertise, die Sie mit uns geteilt haben bisher. Ich hoffe, wir kriegen noch auf die vielen Fragen noch mehr Fleisch an den Knochen, um das Gesamtbild noch mal zu stärken. Das, was wir bisher gehört haben, ist ja eigentlich wieder ein erschreckendes Bild, was gezeichnet wird, eine verheerende Lage, in der wir uns befinden. Und hier muss, glaube ich, deutlich was passieren, um eine Besserung herbeizuführen. Da ist das Land Berlin in der Pflicht, gerade Kindern, die auch in Suizidsituationen vielleicht sind, in lebensbedrohlichen Situationen, schnell auch Hilfe angedeihen zu lassen. Ich finde es verheerend, wenn sowas nicht passiert in einer Stadt. Aber das gilt genauso für Suchtsituationen und Ähnliches. Also ich glaube, da gibt es kein Bild, was es nicht wert wäre, bearbeitet zu werden, entsprechend und auch schnell. Was mich noch mal interessieren würde, wir hatten jetzt gerade das Bundesbild bekommen vom Überblick her, wie so die Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind. Können Sie uns für Berlin da noch mal einen genauen Blick geben? Mich treibt das Gleiche um wie die Kollegin Seidel. Wir haben mehr Therapeuten da als in der Bedarfsplanung benötigt, sage ich mal, bekommen, aber die Plätze nicht hin, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ich vermute, die Bedarfsplanung ist falsch und vielleicht können Sie uns dazu noch mal ein paar passende Worte sagen. Auch von Herrn Meusig würde ich mir wünschen, er hat ja gesagt, er hat da noch was in der Schublade, vielleicht mag er da schon ein bisschen was mit uns teilen, was man so machen könnte. Was mich auch interessiert, das Thema Sucht wurde ja auch schon angesprochen. Ich glaube, eine Sucht hat deutlich auch zugenommen, das Thema Mediensucht in der Pandemie. Wie sehen Sie da den Arbeitsstand? Gibt es da genug Prävention, präventiven Ansatz, wenn überhaupt? Und wie kann da nachgesorgt werden? Herr Schaff, zu dem Buddy-System habe ich noch eine Verständnisfrage. Ich verstehe, das sind eher so Lern-Buddies, die unterstützen in schulischer Situation beim Lernen, beim Nacharbeiten, beim Aufholen, die aber keine psychosoziale Arbeit in dem Sinne machen, sondern eher eine Nachhilfe geben und den Kindern helfen und Jugendlichen helfen, wieder in die Schule reinzukommen. Kann man da noch eine Komponente mit aussetzen oder gibt es da ein System, wenn die merken, Mensch, das Kind hat noch andere Bedarfe oder der Jugendliche, dass sie überleiten in eine andere Betreuungssituation? Wie sind da die Ansätze, um da auch das Thema psychosoziale Arbeit noch mit reinzunehmen? Dann wäre meine Frage noch für die Vernetzung Schule und freie Träger in dem Bereich. Wie gut funktioniert das, die Überleitung auch von der Schule, von der Schulpsychologie an Sie und auch an die Therapeuten? Wie gut funktioniert das? Und habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nein, dann freue ich mich auf Ihre Antworten. Vielen Dank. Genau, bevor wir das machen, kommt aber noch Frau Brichtzi dran. Ich habe Sie nämlich, Herrn Friesdorf, einfach einquotiert. Dann kommt jetzt noch Frau Brichtzi dran und dann machen wir eine Antwortrunde mit der Bitte, dass Frau Scheuermann anfangen kann, weil Sie ja um 16 Uhr gehen müssen. Frau Brichtzi, bitte. Dankeschön. Frau Vorsitzende, ich wollte fragen an den Senat sozusagen, wie jetzt das Verfahren läuft mit der Besetzung der Stellen im SIBUZ mit unseren neuen Stellen, ob dort schon Stellen besetzt sind oder wie der aktuelle Stand ist. Und auch noch mal fragen, wir haben ja an allen Schulen Schulsozialarbeit eingerichtet, mindestens eine Stelle. Da wollte ich auch noch mal nachfragen, ob auch an allen Schulen diese Stelle besetzt ist und ob es hier auch Anzeichen gibt, dass es größere Bedarfe gibt nach der Pandemie oder nach Corona. Dann gab es ja auch noch mal die Debatte, auch im RBB, zum Thema Abordnungen, dass Lehrkräfte auch im SIBUZ abgeordnet worden sind und dass es den dringenden Wunsch gab, dass diese Abordnungen bestehen bleiben, damit die SIBUZ so gut ausgestattet sind. Da wollte ich auch noch mal fragen nach einer Einschätzung des Senates, ob das so beibehalten werden kann an der Stelle, dass die SIBUZ auch mit Abordnung ausgestattet werden. Dann wollte ich Frau Scheuermann fragen, Sie hatten ja auch so die Diagnosen vorgestellt, die es jetzt vermehrt gibt und auch
auch Herr Meusig hatte ja angesprochen, dass es vermehrt auch Suizidgedanken und auch Selbstverletzung gibt. Also wie ist das Gesamtbild? Welche Diagnosen haben hier zugenommen? Kann man das überhaupt sagen? Und wir hatten jetzt gehört, dass die Versorgung auch mit niedergelassenen Kinder- und Jugendtherapeutinnen und wirklich prekär ist. Wie kann man hier für Krisenintervention sorgen, in dem Moment, also dass man Entlastung schafft, temporär, vielleicht auch für Erstberatung? Welche Übergänge kann es hier geben, um erstmal sozusagen die Erstberatung sicherzustellen? Dann wollte ich generell auch Frau Scheuermann noch mal fragen. Sie hatten das ja ausgeführt, dass es eigentlich diese Bedarfsrichtlinie gibt und dass wir die ja quasi erfüllen würden. Wo ist denn das Problem? Also genehmigt die KV nicht mehr Therapeutinnen und Therapeuten oder mehr Stunden? Also wo genau ist das Hindernis sozusagen bei der Versorgung der Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, die niedergelassen sind hier in Berlin? Und was können wir als Politik da auch noch mal machen? Also ist das ein KV-Problem? Wo ist das Problem genau? Dann hatten Sie gesagt, dass Sie ja für PSAG sozusagen, also dass da auch die KJPDen drin sind, die RSDen und die SIBUZ, das heißt Schule und auch das Gesundheitssystem arbeiten da eng zusammen, die Bezirke arbeiten eng zusammen, Jugendhilfe. Da wollte ich noch mal fragen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert und wie die Personalausstattung sich jetzt auch im neuen Haushalt nach Corona entwickelt hat. Weil bei den SIBUZen haben wir ja neue Stellen geschaffen. Und da wollte ich auch noch mal fragen, bei den KJPDen und RSDen, wie da die Situation aussieht. Und noch zum Schluss, Herr Professor Schmidt, Sie hatten ja auch noch mal darauf hingewiesen, dass trotz offener Schulen sich die Situation nicht verbessert hat. Und da wollte ich bundesweit mal fragen, gibt es andere Bundesländer, die Lösungen gefunden haben, Best Practice, wo diese Krisenintervention und Versorgung oder auch, sag ich mal, Wartesituation verbessert werden konnte und mit welchen Maßnahmen, wenn Sie dazu noch mal was sagen könnten, über Berlin hinaus, ob es dort gute Beispiele gibt, um die Situation zu bewältigen. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir unterbrechen jetzt für die Antwortrunde. Es gibt dann noch eine zweite Fragerunde. Deshalb gebe ich jetzt an Frau Scheuermann ab, bitte. Ja, sehr viele Fragen. Ich fange mal an mit der, Sie hatten das falsch verstanden, glaube ich. Ich bin nicht so informiert darüber, also wie die personelle Situation ist in den Fachdiensten. Die sitzen mehr oder weniger oft eben in der PSAG und ich bekomme das immer nur am Rande mit, weil eben der RSD oder also die verschiedenen Fachdienste einfach auch ein bisschen vielleicht darüber sprechen, dass sie sehr überlastet sind. Also es gab auch Zeiten, wo der RSD gar nicht gekommen ist, weil sie das einfach organisatorisch gar nicht machen konnten, die PSAG zu besuchen sozusagen. Also im Moment findet die online statt und deshalb ist es möglich. Aber sobald eben das wieder analog in irgendeinem Sitzungsraum stattfinden wird, ist es natürlich wieder schwieriger wegen der Wegezeit. Wartezeiten auf Psychotherapie kann ich das nur aus meinem persönlichen Zusammenhang sagen. Also dass ich habe einen höheren Durchlauf, weil ich eben auch mit Gruppen arbeite. Also das heißt dass bei mir schon auch so 3 Monate Wartezeit vorhanden sind. Also in der Regel. Also wenn ich einen Platz frei habe, dann gebe ich eben der Terminservicestelle Bescheid und dann schicken die mir Patienten. Und ich habe sehr viele Nachfragen und kann einfach viele auch nicht bedienen. Also gut, manchmal ist es auch so, dass ich eben, dass sie anrufen und dann vergebe ich einen Therapieplatz, wenn ich den frei habe, aber ich führe eben auch keine Warteliste persönlich. Aber Kollegen machen das auch teilweise anders. Ich bin da, glaube ich, nicht so repräsentativ. So, wichtig finde ich auch, was Sie gesagt hatten, also hier auf der rechten Seite, also Paragraph 41 SGB 8 wird zu wenig vergeben. Und das ist, glaube ich, ein Problem des Mangels, weil das ein Paragraph ist für junge Volljährige,
Und das wäre total wichtig, also dass diese Gruppe auch Hilfen bekommt über die Jugendhilfe. Weil mit 18 Jahren, wenn diese Altersgrenze erreicht ist, ist es in der Regel so, dass die Jugendlichen dann nicht mehr von der Jugendhilfe versorgt werden. Es wäre wichtig, die Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfe mit mehr Geldern auszustatten. Das kann ich ganz klar sagen. Personalsituation im RSD ist nach wie vor angespannt. Es wäre gut, dort vielleicht auch dafür zu sorgen, dass dieser Mangel abgestellt wird. Jetzt noch mal zur Bedarfsplanungsrichtlinie. Also die ist vom Gesetzgeber erlassen. Es ist ganz klar, mit wie viel Therapieplätzen sozusagen ein Planungsbereich ausgestattet wird. Da fließen verschiedene Dinge mit ein, unter anderem die Morbiditätsrate. Und es geht dabei, was die grundständigen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten angeht, das sind eben ausschließlich Kinder und Jugendliche behandelnde Psychotherapeuten. Und diese Zahl, diese absolute Zahl, 243, ist eben die Untergrenze, die betrifft 20% der niedergelassenen bzw. der erforderlichen psychologischen Psychotherapeuten. Das sind die Therapeuten, die Erwachsene behandeln. Und davon sollen 20% Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten sein, also die ausschließlich diese Gruppe behandeln von Patienten. Und das sind eben diese 243. Und die Zulassungsausschüsse, die gehen davon aus, weil Berlin eben als Planungsbezirk gesehen wird, also ganz Berlin ist ein Planungsbezirk und dort gibt es eine Überversorgung von Psychotherapeuten. Auf der Bezirksebene ist es dann noch mal anders. Also zum Beispiel hat der Bezirk Mitte nur 10% grundständige Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Dieser Mangel ist bei den Zulassungsausschüssen bekannt, dem wird aber nicht abgeholfen. Also ich kann es jetzt nur einfach so stehen lassen, aus verschiedenen Gründen. Ja, die anderen Fragen, also Eingliederungshilfe ist ja sozusagen, also Paragraph 35a beim Teilhabeamt gelandet, eben nach der Umstrukturierung. Und das Teilhabeamt vergibt auch eben diese Hilfen, also Psychotherapie nach 35a. Antidepressiva bei Essstörungen ist sozusagen die Zunahme wahrscheinlich auch dem Mangel geschuldet, weil die psychiatrisch arbeitenden Kollegen sich vielleicht auch nicht anders zu helfen wissen. Also eine Psychotherapie kann nicht eingeleitet werden und Antidepressiva sind dann vielleicht erstmal eine Möglichkeit der Unterstützung. Also das ist jetzt eine Spekulation, die ich hier von mir gebe. Gut, Schnittstellen. Ich kann sagen, Psychotherapie in der Jugendhilfe ist sehr lohnenswert. Also wenn Sie als Abgeordnete vielleicht das im Blick haben und dort wirklich mehr Gelder bereitstellen, dann würde das sehr helfen, weil damit eben direkt auch die Familien und die bedürftigen jungen Menschen auch erreicht werden. Und Sie können da mit der Gießkanne rangehen, Sie treffen immer die Richtigen. Vielen herzlichen Dank, Frau Scheuermann. Da Sie ja gleich gehen müssen, möchte ich mich recht herzlich auch im Namen des Ausschusses dafür bedanken, dass Sie hier uns Rede und Antwort gestanden haben und wünsche Ihnen natürlich auch noch einen schönen Tag und übergebe nahtlos an Professor Dr. Schmitz. Ja, vielen Dank. Auch für die Fragen. Ich würde versuchen, auf die verschiedenen Aspekte jetzt einzugehen. Die Frage, die sich berechtigterweise stellt, warum haben wir diese
sehr starke Zunahme an Wartezeiten, wenn doch eigentlich auf dem Papier es eine Überversorgung gibt. Und da ist die Antwort, dass die Bedarfsplanung nicht ausreichend vorgenommen wurde. Es gab 2018 ein Gutachten, das schon 2018, also schon vor der Corona-Pandemie, die ja jetzt eben, wie wir gesehen haben, nochmal zu einem deutlichen Anstieg der psychisch kranken Kinder und Jugendlichen geführt hat, ein Delta, also fehlende Stellen, fehlende Kassensitze von 2.400 bundesweit hatten. Und das kann man dann sicherlich auch auf Berlin runterrechnen. Das heißt, dieses Gutachten zeigt deutlich, dass die Bedarfsplanung nicht angemessen ist und dass man bei dieser Bedarfsplanung auch noch mal nachsteuern muss. Die Bedarfsplanung wird ja grundsätzlich auch vom GBA gemacht. Das heißt, es ist auch ein bundespolitischer Aspekt, der dort gelöst werden muss, um nochmal auch auf die Frage einzugehen, die sich damit gut verknüpft. Gibt es Bundesländer, die in diese Richtung schon was getan haben? Ja, die gibt es. Es gibt meines Wissens beispielsweise in Hessen und auch in Baden-Württemberg Sonderzulassungen für niedergelassene Kinder und Jugendlichen PsychotherapeutInnen. Das heißt, da kann man regional durchaus etwas tun. Und das, was natürlich auch möglich ist, dass man Versorgungsplätze, also Psychotherapieplätze an Institutionen schafft. Also dass man zum Beispiel approbierte Kinder und Jugendlichen PsychotherapeutInnen an Beratungsstellen anstellt oder auch an Schulen anstellt. Das heißt, dort können diese dann versorgen, aber sind dann natürlich nicht niedergelassen. Das heißt, auch so kann man Kapazitäten schaffen. Es gibt wirklich auch sehr, sehr gute und kluge Vorschläge von der Bundespsychotherapeutenkammer, mit denen man ins Gespräch kommen kann, und auch mit der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer, die genau für diese auch eine kurzfristige Lösung dieser Versorgungsengpässe auch unabhängig von einer Neuberechnung der Bedarfsplanung oder Anpassung der Bedarfsplanung gute Lösungen entwickelt haben. Das lohnt sich da ins Gespräch zu gehen, auch mit den Kammern. Zum Thema der Schnittstellenproblematik lässt sich aus meiner Sicht sagen, ja, natürlich, es gibt ein Schnittstellenproblem. Schnittstellen sind extrem wichtig. Übergang beispielsweise zu Auffälligkeiten, die im Bereich Schule oder Jugendhilfe auftauchen oder identifiziert werden, dann in die Versorgung und andersrum. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir in den Schnittstellen besser werden, dann brauchen wir auch dort, wo dann die beiden Seiten sitzen. Also wenn ich zum Beispiel in die Psychotherapie etwas vermittle oder ich kenne die Situation sehr häufig, dass wir zum Beispiel versuchen, in die Jugendhilfe zu vermitteln und damit aber keinen Erfolg haben, weil die Kapazitäten auf der anderen Seite total erschöpft sind. Das heißt, wenn sie jetzt besser werden, aus der Schule in die psychotherapeutische Versorgung zu vermitteln oder in die Jugendhilfe, aber diese heillos überlastet ist, dann hilft ihnen auch diese bessere Schnittstelle nichts, weil diese Schnittstelle, dieser bessere Übergang ja nicht dafür sorgt, dass die Versorgung an beiden Enden besser ist. Also das muss man dann mitdenken. Wenn wir an der Schnittstelle besser werden, haben wir auch möglicherweise viel mehr Nachfrage dann an den Stellen, die wir gar nicht bedienen können. Also man muss beides miteinander mitdenken. Noch zwei Punkte, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist, Wie sieht es eigentlich aus hinsichtlich Kriseninterventionen, sowohl bei selbstverletzendem Verhalten als auch bei Suizidalität? Das sind typischerweise die Kinder- und Jugendpsychiatrien, die hier versorgen. Aber man muss natürlich sagen, Suizidalität im Kindes- und Jugendalter ist das Ende eines sehr langen Leidensprozesses. Zum Glück nicht so häufig wie im Erwachsenenalter, aber wenn man Prävention betreiben möchte in diesen Bereichen, dann muss man belastete Kinder und Jugendlichen und Familien frühzeitig identifizieren und ihnen eine gute Hilfe zukommen lassen, dass wir eigentlich gar nicht erst zu dem Endpunkt Suizidalität kommen. Das nochmal. Und noch zu der Frage, welche Störungsbilder haben zugenommen? Es kam jetzt auch schon zur Sprache, dass es den DAK-Report der Krankenkasse gibt. Den muss man ein Stück weit mit Vorsicht genießen, weil dieser DAK-Report sich Abrechnungsdaten angeschaut hat. Und wenn Sie in diesen Report schauen, könnte man auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass in vielen Bereichen psychische Erkrankungen abgenommen haben. Das hat aber alleine was damit zu tun, dass das Versorgungssystem sehr stark aus- oder überlastet ist und gar keine Zunahme mehr abbilden kann, weil die Regentonne ist voll.
dieser DAK-Report zeigt eher eine Verschiebung, wo sich das Behandlungssystem jetzt in der Krise ein bisschen hin verschoben hat, also eben zu mehr Psychopharmaka oder zu bestimmten Störungsbildern wie Essstörungen bei Mädchen. Aber dieser DAK-Report taugt nicht besonders gut, um die Zu- oder Abnahme von psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen abzubilden. Das ist nochmal wichtig auch zu verstehen. Wenn wir uns repräsentative Daten deutschlandweit anschauen, beispielsweise in der COPSI-Studie oder wir haben auch dazu Daten erhoben, dann muss man sagen, wir finden eine sehr breite Zunahme eigentlich bei all den Störungsbildern, die mit Belastungen assoziiert sind, was natürlich auch Sinn macht in einer Pandemie und einer Belastungssituation, also Angststörungen, Depressionen, aber auch Essstörungen, Zwangsstörungen. Wir haben weniger starke Zunahmen im Bereich der externalisierenden Störungen wie ADHS oder auch Störungen des Sozialverhaltens. Wie gesagt, aber gerade im Bereich der internalisierenden Störungen haben wir eigentlich durch die Bank eine sehr, sehr breite Zunahme. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Scharf, bitte. Ja, auch nochmal vielen Dank für die vielen Nachfragen. Ich versuche es mal kurz zu halten. Frau Burkhardt-Eulitz, die Schnittstelle Jugendhilfe, Psychiatrie, Schule. Ich kann mich an die Anhörung erinnern, wo wir hier schon gesessen haben. Ich kann mich erinnern an, auch die Beschlusslagen im Landesjugendhilfeausschuss. Mein Eindruck ist, wir haben viel geredet. Und trotzdem ist das Problem immer noch da, also dass wir sozusagen nicht genügend Plätze in der Psychiatrie haben, also dass immer dieses Ping-Pong-Spiel stattfindet zwischen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie, gerade wenn es um die Kinder und Jugendlichen geht, die, sage ich mal, besonderen Bedarf haben, besonderes Krankheitsbild. Und das setzt natürlich die Jugendhilfe in besonderer Weise unter Druck, wenn jetzt keine Plätze in der stationären in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gefunden werden, müssen sie und werden sie ja weiterhin in der Jugendhilfe betreut und das sozusagen nicht mit adäquaten Fachkräften, nicht mit der Einstellung, also mit der medikamentösen Einstellung und sonstigen Begleitungen, die notwendig wären. Und das setzt nicht nur die Einrichtungen ziemlich unter Stress, sondern das macht ein großes Problem für die Kinder und Jugendlichen, die eigentlich Hilfe und dringend eine Versorgung benötigen. Von daher würde ich dringend empfehlen, einfach noch mal eine Anhörung zu machen, wie denn so der Stand, sag ich mal, dazu ist. Dasselbe Problem haben wir an der Schnittstelle denn halt zur Schule. Was ist, wenn die Kinder und Jugendlichen grob auffällig sind? Ja? Die Lösung ist ja nicht, die Nichtbeschulbarkeit festzustellen, sondern genau hier passende Angebote zu machen. Und ich glaube, wir haben viele Fachleute und viel Expertise in der Stadt, die alle super bemüht sind, hier auch wirklich was zu machen und wirklich was zusammenzubringen. Ja? Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen größeren gestalterischen Rahmen, der das dann halt auch wirklich ermöglicht. Zum Thema Suchtprävention und den Themen erstmal. Ich glaube, weil Frau Stappenbeck ja vorhin auch sagte, ne, da ist ja der Kollege von der Caritas da. Ja, ich meine, klar, es gibt Angebote in der Stadt. Also sag mal, dieses Thema Internet, Sucht, Computer, Glücksspielsucht, all diese ganzen Fragen werden zurzeit sehr stark präventiv, sehr klein gefördert durch die Senatsgesundheitsverwaltung. Und wenn ich jetzt an die Projekte hier denke, wie Lost in Space heißt das zum Beispiel, oder Digital voll normal, dann sind das genau Angebote, die sich an Kinder und Jugendliche richten, da würde ich mir wünschen, wenn wir sozusagen Gesundheit und Jugend mal ein bisschen an der Stelle zusammenbringen und nicht nur das Ganze auf einer kleinen Flamme laufen lassen, sondern wirklich groß ausrollen können. Gerade digital voll normal richtet sich ja explizit an Kitas, an Grundschule, an Oberschule mit konkreten Programmen in der Schule. Und ich glaube, es mangelt nicht an Konzepten, es mangelt nicht an Angeboten, nur sie sind halt einfach ein bisschen zu klein. Also ich kann da nur werben, Prävention lohnt sich immer. Leider ist es immer das Erste, was nicht so stark ausgebaut wird. Und wenn wir stärker in die Prävention investieren würden, glaube ich, hätten wir vielleicht hintendran nicht mehr ganz so viele Probleme. Das ist immer ein Versprechen, ich weiß, weil dann geht es immer um die Wirksamkeit und was weiß ich. So wie die Kollegin sagte, ich glaube, da lohnt sich jeder Euro, diesen auch dort reinzubringen. Genau, U25, Suizidprävention. Suizid ist ja auch ein Thema hier gewesen.
innovative, sagen wir mal, Angebote, Projekte mit jungen Menschen in Peergruppen zusammen, quasi hier jungen Menschen eine Brücke zu bauen in die Hilfesysteme. Der Zugang der jungen Menschen ist ja häufig immer das Problem in die Strukturen und ich glaube, da haben wir sehr viel Expertise. Herr Friesdorf, die Bildungsbuddies sind natürlich keine Fachkräfte, sondern genau sie sind etwas, was sozusagen ergänzend dazukommt. Und das ist genau das, was wir in der Jugendhilfe brauchen und wo ich die Klammer zu Frau Seidel gut bauen kann. Wie ist denn die Personalsituation in der Jugendhilfe? Es sind, wenn ich so will, es sind wirklich ein Erzieher, der sich sozusagen irgendwie, wenn wir Glück haben, wir versuchen Doppeldienste am Nachmittag zu machen, zwei, die sich sozusagen um die 10 Kinder oder Jugendlichen kümmern müssen, das reicht vorne und hinten nicht. Und da kann zusätzlich, sage ich mal, unterstützend, sowas wie Bildungsbuddies oder diese Nachhilfeprogramme kann hilfreich sein. Genauso wie es vielleicht auch andere unterstützende Formen gibt. Und selbst der Fachkraftschlüssel reicht nicht aus. Sag mal, der ist ja vor 15, 20 Jahren hier festgelegt worden. Da hat sich viel getan in der Zeit. Es sind viele neue Aufgaben dazugekommen. Es sind viele Pflichten dazugekommen. Die Einrichtungen haben eher Sorge, dass irgendwann mal das Landesamt für Arbeitsschutz auftreten wird und sagen wird, wenn wir uns mal eure Dienstpläne sich genau angucken würde, glaube ich, verletzt ihr permanent sozusagen das Arbeitsschutzgesetz. Und ich glaube, das ist ein dringender auch politischer Auftrag hier, sagen wir, dafür zu sorgen, dass wir genügend Fachkräfte in ausreichender Menge in den Einrichtungen haben, weil das, was wir jetzt erleben, ist, dass die Jugendhilfe wirklich auf der Felge läuft. Die Fachkräfte finden wir nicht mehr. Wir sind ja gerade dabei, dass es eher dazu kommt, dass wir Gruppen schließen müssen, weil wir keine Leute mehr haben. Also das Angebot reduziert sich. Wenn Sie mit Jugendämtern sprechen, wissen Sie, wie die hinterher telefonieren, um überhaupt noch einen freien Platz zu kriegen. Da rede ich jetzt noch gar nicht über die Situation jetzt durch die hier angekommenen geflüchteten jungen Menschen. Und wir sind, sag ich mal, wirklich in einer äußerst, äußerst kritischen Situation. Und als ich am Berlin-Tag mich mit Jugendamtsleitern unterhalten habe, haben die mir das ja auch geschildert. Wir sind eigentlich vor einer Situation, ich muss es ehrlich sagen, wo wir, glaube ich, wirklich keine Lösung mehr richtig anbieten können. Wir brauchen die Fachkräfte, die Jugendämter brauchen die halt auch. Wir brauchen die Qualität, die wir erhalten müssen. Und sagen wir mal jetzt, Fachkräfte durch Nicht-Fachkräfte zu ersetzen, ist sicherlich eine Idee, aber da muss man noch mal genau hingucken, wo das denn passieren kann und für welche Tätigkeiten. Also mein dringender Appell neben der Evaluation, die im CoA-Vertrag drin steht, wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Fachkräften und der Situation in den Erziehungshilfen, hier sozusagen das auch zu begleiten, was wir in der Vertragskommission da gerade verhandeln. Das ist nicht einfach. Da brauchen wir nicht nur Sie als Fachpolitiker, da brauchen wir natürlich auch die Politiker, die für den Haushalt zuständig sind. Weil wenn ich nur eine Fachkraft obendrauf lege, das sind ja schon mal so gut 10-15% mehr bei dem Volumen in den Hilfen zur Erziehung. Das sind einige Millionen, die da oben drauf kommen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, das durchzusetzen. Aber ich möchte Sie dringend ermuntern, dieses auch zu tun, weil das lohnt sich an der Stelle. Ich glaube, das war im Schnelldurchgang die Fragen, auf die ich eine Antwort geben konnte. Herzlichen Dank. Herr Meusig, bitte. Ja, da gibt es natürlich viel zu sagen. Ich habe versucht mitzuschreiben, hoffe, dass ich den Fragen einigermaßen gerecht werden kann. Schnittstellenproblematik sehe ich auch, ist ein großes Thema. Ich will es mal so beantworten. Also ich möchte in die kritischen Schulen und in die kritischen Kitas in unserem Bezirk direkt reingehen. Also wir brauchen, glaube ich, mehr Niederschwelligkeit aus meiner Sicht. Ich habe das auch vor ein paar Wochen mal erlebt, da waren wir zum Glück eingeladen von einer Schulsozialarbeiterin in eine Schule, weil dort eine Mutter, oder Mutter war es nicht, war die Großmutter, die nur Türkisch sprach und sich schwer verständigen konnte und niemals zu uns gekommen wäre. Und wir sind dann da rein, also meine Kollegin und ich, und haben halt mit der gesprochen. Ich kann auch ein bisschen Türkisch, also ich konnte da auch ganz gut mithalten. Das war dann ganz hilfreich und da hast du sofort einen Kontakt. Ja, also wir müssen praktisch die Schwellen senken, das sind sprachliche Schwellen, wie gesagt, auch vor Ort reingehen. Und da dürfen wir uns nicht zu schade sein. Wie gesagt, ich sehe als erstes die Kitas und da sehe ich in Spandau, muss ich leider sagen, Herr Friesdorf, einige Kitas, wo ich mich gerne einladen würde und ich werde es auch tun.
So, man muss denen auch ein bisschen auf den Wecker gehen, sage ich mal so ganz nüchtern, sagen, wir sind hier, wir haben ja was für euch, wir haben ein tolles Angebot und wann darf ich kommen? Also die Idee ist zum Beispiel Sprechstunden vor Ort, die ich persönlich habe und das werde ich auch versuchen umzusetzen. Wir werden es dann sehen, ob das alles so funktioniert. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, man muss halt auch manchmal den Leitungen auf den Wecker gehen und sagen, wir wollen hier bei euch arbeiten, gibt eine Sprechstunde, ihr kriegt 5 Termine, datet uns da mal ein paar Eltern rein und dann gucken wir, ob wir die irgendwie rankriegen. Die Idee dahinter ist natürlich, dass wir niemanden unterm Radar fliegen lassen wollen, weil das ist ja oftmals der Fall. Von denen, die wirklich schwierig sind, kriegen wir wahrscheinlich gar keine Kenntnis. Da hat dann vielleicht noch mal eher eine Kita eine Kenntnis oder eine Grundschule, sage ich mal. Und da müssen wir irgendwie rankommen. Wie gesagt, meine Idee dazu ist, dass wir halt ein bisschen dann auch das runtersenken, die Schwelle. Ich sag mal, bei den geflüchteten Einrichtungen, bei den GUs und AUs hat es ganz gut geholfen, fand ich. Da waren wir, denke ich, ganz gut. Warum soll man nicht noch mal auch sowas jetzt starten Richtung Kita und Schule, das wäre eine Idee. Dann haben wir ja die Frage auch noch mal nach den Diagnosen. Das sehe ich genauso, wie Herr Schmitz es auch gesagt hat. Vorneweg haben wir Ängste und Depressionen, so dieses Formenfeld, ganz eindeutig. Und auch die spannende Frage, also ich sage mal, ich habe vor ein paar Jahren mir mal den Bedarfsplan für Erwachsene Psychotherapeuten in Berlin angeguckt. Ich hätte nur kotzen können, ich sage es mal so, wie ich sehe. Weil das, was die Eltern berichten ist, wir finden keine Therapieplätze und dann stand da wirklich drin, ich sage jetzt mal Steglitz, 350% Überversorgung. So, Spandau war bei 98%, ist schon ein paar Jahre her. Also weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber ich habe mir gedacht, wie kommen die auf diese Zahlen? Das ist wirklich Science Fiction. Das kann nicht sein. Da muss dann wirklich auch mal die KV überlegen, was sie da machen. Das ist nun völliger Quark. So, unsere Kollegin Frau Scheuermann hat ja da offensichtlich aktuellere Sachen. Sie hat ja auf den Kinderbereich geguckt. Ich gucke natürlich auch auf die Erwachsenentherapeuten, weil wir beraten ja Familien. So häufig haben wir halt Eltern, wo du auch sagst, ja, wenn ich das Thema jetzt in EFB weitermache, wird es irgendwann eine Krankenbehandlung, da müssen wir vermitteln. Deswegen sind für mich auch die Erwachsenentherapieplätze genauso wichtig wie die für die Kinder. Ja, was haben wir noch? Ja, Mediensucht in der Pandemie, ja, das ist ein super Thema. Auch da können wir auch gerne in Schulen gehen oder auch sogar in Kitas. Ich bin immer überrascht, auch bei meinen Neffen und Nichten, wenn dann irgendwie die Dreijährigen da mit irgendwelchem technischen Gerät arbeiten und die gar nicht mehr richtig spielen wollen. So, das ist manchmal doch erschreckend. Auch da, finde ich, kann man schon sehr früh anfangen, Thema Prävention, auch den Eltern zu vermitteln, was die Alternativen sind. Und ich glaube, da sind wir auch ganz gut. Ich kann ja immer nur für EFB sprechen. Ich denke, da sind wir ganz gut, das zu vermitteln. Auch da muss man halt Angebote machen. Und ich bin ja da immer sehr aufdringlich. Also ich lade mich da auch wirklich ein. Und dann ist es auch hilfreich. Ja, Suizidgedanken, selbstverletzendes Verhalten. Ja, das ist natürlich auch, ich sag mal, das ist natürlich eine Symptomatik. Ja, man muss auch, paradoxerweise ist es so, dass manche, die, wenn sie den Gedanken äußern können, damit ins Gespräch kommen können, das für die eine Erleichterung ist. Also nicht alles, was geäußert wird, wird auch zum Glück umgesetzt. So, das wäre natürlich dann sehr schwierig. Aber das ist natürlich auch ein Thema, das wird eher in der Beratungsstelle weniger live geäußert, sondern mehr online. Das zeigt mir auch, dass wir auch online präsenter sein müssen. Da sind wir ja auch in Berlin ganz gut am Ball, da online ranzugehen. Also ich habe die Idee praktisch, dass man, so Herr Fresdorf fragt ja nach Ideen, praktisch wirklich so visitenkartenmäßig mit unseren Online-Nummern und dann in den Schulen das auslegt oder verteilt. Wenn man einen dicken Flyer nimmt und das aufmacht, sagen dann die Schüler, was ist das denn? Ich bin doch nicht bekloppt, wenn du halt irgendwie so einen attraktiven, hoffentlich attraktiven Ausleger hast, so klein, dann nehmen die das vielleicht mit. Man muss dazu sagen, dass ja auch in der Abendschau vor irgendwie 2 Jahren da so 2 jungsche People da waren, ohne fachliche Ausbildung, gesagt haben, wir machen jetzt hier Beratung für Gleichaltrige, wo ich erstmal in Ohnmacht gefallen bin. Ich habe echt Zeit gebraucht, mich wieder aufzuwecken da bei der Abendschau. Ich dachte, was erzählt er da? Also wirklich richtig komplizierte Fälle können die da haben. Also ich sehe es ja bei unseren. Das geht nicht, das müssen wir machen als Fachleute, EFB zum Beispiel. Jo, das ist erstmal das Wichtigste. Was habe ich hier noch? Ja, einiges wurde natürlich schon gesagt. Die Verfügbarkeit von KJPs muss einfach verbessert werden. Das haben auch die Kollegen gestern noch mitgegeben. Was sie mir auch mitgegeben haben, ist, dass natürlich auch viele Eltern gerne aus der Beratung heraus Hilfen vom RSD haben wollen. Die Frage RSD war ja auch da. Und dann aber den RSD als, ich sage es mal, als bürokratische Hürde erleben. Ich sage es mal auch ganz nüchtern, man möge mich prügeln. Ich traue mich manchmal gar nicht, Eltern zu sagen, geh mal damit zum RSD.
Ja, weil die dann, weil die Eltern dann zurückkommen und sagen, ist irgendwie schwierig und klappt nicht und wir gucken erst mal so und ich weiß nicht, was draus wird. Also das ist, ich sag mal, die ESDs, es ist jetzt nicht keine Prüge an die ESDs, sondern ich sag mal, die müssten besser ausgestattet sein. Personell und auch die Hürden zu Hilfen dürften vielleicht dann nicht ganz hoch sein. Ich bin nicht der Fachmann da, deswegen mische ich mich nicht so sehr ein. Ich kann nur sagen, das ist das, was die Eltern uns widerspiegeln in der Beratung. Ja, soweit, so gut. Ich glaube, gut, dann das sind die ersten Ideen. Genau, dann würde ich mich vorschlagen, wir gehen jetzt in die zweite, am besten etwas kürzere Fragerunde. Aber ich lese mal vor, wer jetzt draufsteht und dann würde ich gerne die Fragendenliste auch schließen. Nämlich Herr Simon, ich, Herr Krüger, Herr Zander, Frau Engelmann und Herr Tabor. So, gibt es hier noch jemanden? Ich frage es ein letztes Mal. Dann ist die Fragendenliste damit geschlossen und dann übergebe ich an Herrn Simon. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich darf mich bei den Anzuhörenden, die drei, die noch da sind, ganz, ganz herzlich bedanken im Namen der CDU-Fraktion. Ganz vieles ist schon gefragt worden. Das möchte ich natürlich nicht wiederholen. Und vieles haben Sie in Ihren Vorträgen und in der Beantwortung auch schon genannt. Ich freue mich, darf ich aber ganz kurz zurufen, insbesondere auf die Vorstellung der Evaluation durch die Katholische Hochschule dann im Februar 2023. Danke, Herr Scharf, dass Sie das uns schon angekündigt haben. Ich habe zwei Fragen an Herrn Schmitz. Sie hatten unter anderem geschildert, dass nachdem die Schulen wieder geöffnet worden sind, die Belastungssituation sich aber nicht groß verändert hat. Da wollte ich zum einen fragen, zu welchem Zeitpunkt das gefragt worden ist. 2 Tage nach Öffnung der Schulen, 2 Wochen, 2 Monate, wie das so ist. Und dann wollte ich des Weiteren fragen, ob auch gefragt worden ist im Rahmen der Studie, ob oder festgestellt worden ist, ob eine eventuelle Angst vor weiteren Schulschließungen auch ein Faktor für Beeinträchtigungen gewesen sein könnte. Denn nachdem die Schulen wieder aufgemacht worden sind, wussten ja nicht nur die betroffenen Schüler nicht, wie lange werden sie offen sein, sondern auch alle anderen Beteiligten wussten ja nicht, wie lange sie offen sein würden. Dankeschön. Dann stelle ich in meiner Funktion als jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion 3 Fragen. Wir haben jetzt einiges gehört über die Einschätzung der psychosozialen Versorgung für Kinder und Jugendliche. Mich würde aus Ihrer Sicht noch mal die Frage der Übergänge in Anführungszeichen in das nächste System interessieren. Und die zweite Frage ist, wie lange denken Sie, werden die durch Corona gesteigerten mentalen Belastungen in dieser Generation andauern? Und was müsste das eigentlich für Konsequenzen aus Ihrer Ansicht haben? Und die dritte Frage bezieht sich so ein bisschen auch auf Herrn Simon. Also welchen Stellenwert hat der Infektionsschutz, und zwar quasi derzeit, also zum Beispiel strengere Isolationsregelungen oder eben auch, naja, Kontaktverbote, glaube ich, das werden wir wohl nicht mehr haben, aber jedenfalls Beeinträchtigungen in diesen Bereichen, also in Schule und auf die mentale Gesundheit, eben aus der psychosozialen Perspektive. Herr Krüger, bitte. Genau, ich mache es auch kurz. Ich habe nur eine Frage. Herr Schmitz hat ja den schulischen Leistungsdruck angesprochen, der eine besondere Ursache auch für Depressionen und andere psychische Erkrankungen ist. Und genau, ich würde gerne die Verwaltung fragen, was sie tut, um eine Rechnung zu tragen, indem sie SchülerInnen von diesem Leistungsdruck entlastet, beziehungsweise welche Bemühungen sie unternimmt, um den Stress der SchülerInnen in der Schule zu reduzieren. Herr Zander. Ja, vielen Dank. Ich komme auch erst auf Professor Schmitz zurück. Was ist denn aus Ihrer Sicht erforderlich, um den Anteil der Kinder und Jugendlichen, die noch unter dieser hohen Belastungssituation leiden, obwohl die Schulen wieder offen sind, um den wieder auf das Niveau herunterfahren zu können, wie es vorher war? Also ich glaube, vorher waren 17%, jetzt sind es ja immer noch ein knappes Drittel der Kinder. Und was macht die Situation dann jetzt auch so speziell, dass man es nicht schafft, da ja doch sehr viele Unterstützungsmaßnahmen jetzt zusätzlich angelaufen sind? Da geht meine nächste Frage hin. Prävention, ja, müsste ja nachhaltig sein. Vielerorts gibt es immer Projekte, die enden dann, dann gibt es neue Projekte. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt der richtige Weg, um ein systematisches Verfahren einzuführen, wo man eben frühzeitig erkennt, wer braucht Hilfe und wo man das auch noch präventiv angehen kann? Denn wenn Sie sagen, dass nur 10% derjenigen, die eigentlich Hilfebedarf haben, auch wirklich nur erkannt werden, ist es ja wirklich ein sehr, sehr geringer Teil und ein hoher Anteil wird ja dann eher sich selbst überlassen. Ich vermute, diese 10%, die dann auch Hilfeangebote bekommen, die stammen ja dann auch noch aus Familien, wo das auch aus dem familiären Umfeld vielleicht noch mal ein bisschen die Sorge
auch besteht und auch erkannt wird und die sich dann auch dafür einsetzen, dass entsprechende Plätze bekommt. Und die eh schon Benachteiligten fallen dann auch wieder durch. Und dann ist das natürlich, was Sie sagten, wenn jetzt anstatt 10% 20% erkannt werden, kann es ja nicht dazu führen, dass dann die Wartezeit statt ein halbes Jahr dann ein Jahr ist, sondern da muss ja dann auch angesetzt werden. Und halten Sie die Sachen, die auch Frau Senatorin vorhin dargestellt hat, wie Stellenaufwuchs bei Siebots und andere Sachen, sind das die richtigen Maßnahmen oder hat man was übersehen? Sollte man vielleicht woanders anfangen? Und wie geht man mit einer Präventionsarbeit dann vor, wo eine Krise nach der anderen dann auch folgt, jetzt vielleicht demnächst auch wirtschaftliche, soziale Krisen aufgrund der Preissituation, wirtschaftliche Situation der Familien? Und da müsste auch die Koordination dabei sein in Sachen Suizidprävention. Ich denke mal, wird es ja vielleicht auch noch eine Verbesserung geben, weil jetzt das Netzwerk Suizidprävention eine Fachstelle bekommt, wo man dann auch ein bisschen koordinierter vorgehen kann, auch besser vermitteln kann etc. Das ist ein guter Weg. Wäre das auch noch ein Weg, wo man das an anderen Punkten, wo es hier um diese psychischen Probleme geht, auch nochmal anknüpfen könnte, dass man sowas Vergleichbares aufbauen kann, weil man hat ja ganz, ganz viele verschiedene Stellen und es ist ja auch sehr schwer, sich da auch wirklich dann zurechtzufinden, ja, dass man das bündeln kann. Frau Engelmann, bitte. Ja, vielen Dank. Wir hatten am Montag ja auch eine Anhörung dazu im Gesundheitsausschuss. Und die Frage ist einmal an die Senatsverwaltung, inwieweit sozusagen auf der Arbeitsebene da auch ressortübergreifend Runden stattfinden, um Präventionsmaßnahmen auch in dem Bereich weiter auszubauen. Und vielleicht auch noch mal eine Frage an alle noch Anwesenden in der Anhörung, ob es bekannte Modellprojekte gibt, die zur Überbrückung der Wartezeit erstmal da sind, wenn wir sehen, quasi wie lange die Kids da zum Teil auf dem Platz warten müssen. Und die andere Seite der Medaille, es gibt ja spezifische Angebote, die, also nicht alle brauchen gleich eine psychiatrische Unterstützung, sondern ich denke jetzt im sozialarbeiterischen Sinne beispielsweise an soziale Gruppen, wo selbst Plätze frei sind noch in Berlin, aber die Beantragung sozusagen auch exorbitant lange dauert, wie da quasi auch noch mal gesteuert werden kann von Seiten der Verwaltung dazu kürzeren Antragswesen zu kürzeren Antragszeiten zu kommen. Und dann gibt es eigentlich runde Tische, wo Praktikerinnen in Berlin mit den Verwaltungen zusammensitzen, um wirklich auch eine konkrete Maßnahmeplanung mal zu entwickeln. Denn wir haben ja gehört, dass es über die Bundespsychotherapeutinnenkammer beispielsweise ganz konkrete Maßnahmen gibt. Wird da in Berlin geguckt und wie passiert das? Danke. Herr Thabor, bitte. Ja, vielen Dank. Ich habe noch ein paar Fragen, unter anderem an Herrn Schmitz. Sie schrieben, Infektionsschutz und psychische Gesundheit für Kinder und Jugendliche müssen in der Pandemie nicht konträr, sondern gemeinsam gedacht werden. Wie soll das konkret funktionieren, wenn Lockdown-Maßnahmen nachweislich die psychische Gesundheit beeinträchtigt haben? Die Befragten des Video-Monitors plädieren dafür, zusätzlich bereitgestellte Gelder zur Bewältigung der Pandemiefolgen für Kinder, vor allem zur Förderung von Sport und Sportvereinen, Gemeinschaftserlebnissen der Kinder und für die Einstellung zusätzlicher Lehrkräfte einzusetzen. Die Politik allerdings hat den Fokus nicht auf Freizeit, sondern auf den Abbau der Lernrückstände gerichtet, was ich persönlich jetzt auch nicht für verkehrt halte. Aufholprogramme beinhalten nach der Lehrphase nun einen zusätzlichen Druck für Kinder und Jugendliche. Wie kann man den Abbau der Lernrückstände und die psychosoziale Bewältigung sinnvoll miteinander verbinden? Eine Frage an Herrn Scharf habe ich dann noch. Welche Folgen werden gleichsam als Trauma einer Generation möglicherweise dauerhaft bleiben, weil diese in einer sensiblen Phase ihres Lebens, ich spreche hier das Alter so zwischen 17 und 21 an, wo das doch sehr intensiv ist, das Leben, was man durchlebt, möglicherweise halt dauerhaft bleibt, so eine Art Trauma, weil diese sensible Phase nicht intensiv gelebt werden konnte. Also das ist mal so eine Frage, ist da was dran oder eher nicht? Das ist so rein informativ. Und eine Frage noch an Herrn Mosic. Sie hatten vorhin gesagt, dass wenn Sie durch die Straßen laufen, Angst um Ihre Rente haben, wenn Sie sich die Leute anschauen, ich meine, da gibt es ja vielschichtige Gründe, warum man da Angst haben sollte, aber was genau sehen Sie denn da, was mir vielleicht noch nicht aufgefallen ist? Vielleicht können Sie mir da noch auf die Sprünge helfen, worauf ich noch achten sollte. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Ich erinnere auch noch mal alle Kolleginnen und Kollegen daran, dass wir natürlich, wenn andere Ausschüsse Anhörungen zum Beispiel zu gleicheren Themen machen, ein anderer Ausschuss gerne dazugeladen werden kann oder zumindest darüber informiert wird. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch gewesen, so wie wir das ja auch im Wissenschaftsausschuss ja auch gemacht haben. Deshalb wäre das sicherlich auch sehr hilfreich gewesen zu hören, was am Montag bei Ihnen besprochen wurde. Dann für die Beantwortung Herr Meusig, bitte. Gut, dann fange ich mit der letzten Frage gleich durch mal an und arbeite mich dann langsam hoch. Also was ich sehe, wenn ich zum Beispiel in Supermärkte gehe, ist, dass sehr viel Alkohol eingekauft wird und dass dann draußen die Eltern in Anwesenheit ihrer Kinder trinken. Leider in Spandau, Herr Friesdorf, tut mir leid. Also da bin ich mal sehr erschrocken, wenn das so offen gemacht wird. Dann sehe ich sehr häufig auch Verwahrlosung in einzelnen Stadtteilen, also von Menschen, die verwahrlost sind. Dann sehe ich auch sehr häufig Menschen, die wenig eigene Grenzen kennen, das heißt sehr schnell in Aggressionen gehen. Also wenn ich beispielsweise in Spandau über die Pechelsdorfer Straße gehe und jemanden eine Sekunde zu lange angucke, werden mir Schläge angedroht, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Also das passiert in Berlin übrigens öfter und dann denke ich immer, alter Schwede, lass dich nicht reizen. So, ja, nur kein Ärger hier auf der Straße, das ist mir jetzt zu heikel, aber da frage ich mich, was ist mit den Leuten los? Ja, die sind irgendwie mit so einer kurzen Zündschnur. So, also insbesondere Männer natürlich. Und das ist so ein Klima, was sich da auftut, ja, wenn man durch die Straßen geht. Und davor habe ich Angst. Gibt es denn gar keinen mehr, der sich selber steuern kann? Muss immer alles ausagiert werden? So, ich sehe auch in Supermärkten häufig Eltern, die ihren Kindern keine Grenzen setzen können, ganz normale Grenzen. Da, also bin ich wirklich, ich stehe dann dabei und sage, du kaufst hier nur ein. So, und gehe dann weiter und habe schon meinen Kollegen gesagt, wir müssen vor Markt XY und ZA müssen wir vielleicht mal einen Stand aufmachen mit unseren Flyern. So, das war auch wirklich so halb ernst gemeint, weil ich überlege immer noch da, ob das nicht sinnvoll ist, in bestimmten Problembezirken mal draußen, auch nicht nur zu bestimmten Festen, Stadtteilfesten, einfach mal einen Stand aufzumachen. Das ist wie so ein Klima, wissen Sie? Also ich gehe da raus und denke, ey, ja, oder wenn ich U-Bahn fahre, wenn Sie nachts fahren, U-Bahn, noch erschreckender. So, ja, also erzähle ich jetzt nicht, was man da alles beobachten kann. Aber gut, das dazu. Dann habe ich noch die spannende Frage, wie lange dauern die Belastungen an? Das ist eine richtig gute Frage, finde ich. Ich denke, jetzt wo dieser Krieg ist, glaube ich, ist es immer unter einer bestimmten Belastungsgrenze, dauert es an. Es wird einfach andauern, weil der Krieg dauert an, das belastet viele noch hinterher. Und die Frage ist natürlich, wird sich etwas verändern? Wird sich da was chronifizieren bei den Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen? Das hängt, denke ich mal, ganz davon ab, wie alt die waren, als die jetzige Belastung stattfand. Also ich sage mal, die ersten zwei Schuljahre zum Beispiel nicht zur Schule gehen könnten, die haben wirklich schlechte Karten, da mache ich mir richtig Sorgen. So, und wie viel Vorbelastung die mit sich schon tragen. Das heißt, was haben die schon vorher erlebt, bevor diese Krise jetzt gekommen ist? Daran muss man das je nach Personengruppe unterscheiden. Ich bin ja genauso wie Herr Schmitz ja ausgebildeter Statistiker. Normalerweise denke ich statistisch. Und das ist eine sehr differenzierte Frage, die auch eine sehr differenzierte Antwort braucht. Kann ich im Detail nicht beantworten, aber ich sage mal, solange diese Extrabelastungen sind, wie Energiepreise steigen, die Leute haben Angst, ob sie das noch bezahlen können im nächsten Jahr, was dann da passiert mit ihnen, diese Thematiken, die werden natürlich erstmal bleiben, hundertprozentig. Ja, gut. Ich glaube, soweit so gut erstmal. Herzlichen Dank, Herr Meusig. Herr Schaaf, bitte. Ja, das sind ja nochmal viele spannende Fragen. Ja, vielen Dank. Also die Frage nach den Übergängen der Systeme. Ich nehme das jetzt nochmal ganz explizit in die Jugendhilfe rein. Ich glaube, dass da schon, dadurch, dass die Kinder ja in der Jugendhilfe sind, sind wir ja an den Kindern und Jugendlichen dran und sind intensiv auch mit der Schule im Gespräch, sind intensiv sozusagen mit der Ausbildung im Gespräch, versuchen sozusagen zu begleiten, versuchen diese Übergänge gut zu gestalten, haben Schulen in der Regel auch für uns gewinnen können, weil ja manchmal, gerade wenn jetzt sozusagen die Kinder aus der Jugendhilfe kommen, sind ja durchaus Kinder, die das Klassengefüge mitunter nicht, so harmonisch gestalten und dass sozusagen das auch angenommen wird. Ich glaube,
sag mal, aus der Jugendhilfe heraus oder in die Jugendhilfe rein. An diesen Grenzen, glaube ich, sind wir mittlerweile gut im Gespräch und versuchen, das Beste für die Kinder hinzubekommen. Wenn es aber ins Gesundheitssystem reingeht, Psychiatrie, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann wird es echt kompliziert. Und auf die Frage, ob man dort noch irgendwie ambulant, übergangsweise, was organisieren kann. Also wenn das Kind krank ist, braucht es eine Behandlung. Und da ist halt einfach der Punkt da, also ich sehe auch das Nicken des Professors, ja, wir müssen da zusehen, dass wir schneller diese Plätze bekommen, weil das kriege ich auch nicht ambulant irgendwie auf Dauer sozusagen aufgefangen. Ich kann das Beste möglich machen, aber dafür gibt es aus meiner Sicht nur begrenzt, sagen wir mal, wenn überhaupt gute Lösungen bis dahin. Also ob man jetzt noch mal eine, wir müssen ja immer gucken, da geht es immer um Beziehungen, Beziehungsabbrüche. Wenn ich jetzt ein Kind aus der stationären Einrichtung rausnehme, vielleicht in irgendein Übergangsangebot, was aber noch nicht Psychiatrie ist, ja, ist es blöd. Wir sind ja im Diskutieren, auch im Land Berlin, gerade für die Systemsprenger. Wie können wir quasi an dieser Stelle ein geeignetes, auch abgestuftes, gemeinsames Betreuungs- und Unterbringungssystem schaffen. Da sind wir, glaube ich, jetzt schon drei Jahre dran. Leider noch nicht wirklich final, aber auf dem Weg. Wäre schöner, wenn wir es schneller hätten, ne? Aber gut, da gibt es keine, glaube ich, guten Übergangs- oder so Puffer, die ich da dafür einbauen kann. Ich möchte auf ein Thema hinweisen, was uns beschäftigt. Das sind eher die Übergänge ins Erwachsenenleben. Also das heißt, wenn junge Menschen 18 geworden sind und in der Jugendhilfe noch sind, dann sind sie ja, sage ich mal, meistens schon gut gefördert in die Selbstständigkeit hinein und können ja letztlich auch entlassen werden aus der Jugendhilfe. Und was brauche ich, damit ein junger Mensch sozusagen alleine außerhalb der Jugendhilfe leben kann? Na, der braucht eine Wohnung. Und wir haben 1600, also so war mein letzter Stand, 1600 junge Menschen, die 18 oder eben junge Volljährige sind in der stationären Jugendhilfe, die momentan vor dem Hintergrund, dass wir keinen Wohnraum haben, nicht, wie es so fachlich so schön heißt, abfließen können. Ich glaube, wir brauchen hier eine landesweite, Lösung dafür, dass Wohnraum ist was ganz Enges, alle schielen da drauf, wir haben es im geschützten Marktsegment, im Sozialen, wir haben es in anderen Bereichen. Auch in der Jugendhilfe ist es ein Thema und ich glaube, diese Schnittstelle, also nicht die Schnittstelle im Beruf rein, sondern die Schnittstelle ins selbstständige Leben hier rein, ist, glaube ich, durch den fehlenden Wohnraum gerade heftig blockiert und dass daran auch noch Begleitung, auch wenn sie denn 18, 19, 20 sind, noch ein bisschen mit angehängt werden muss, das erklärt sich durchaus von selbst oder umgekehrt. Sag mal, Kinder kommen ja auch immer zu ihren Eltern zurück. Da ist, glaube ich, das Kinder-Jugend-Stärkungsgesetz ja auch ein Stück weit dahingehend geöffnet worden, dass wir, sag mal, so nachsorgende Betreuungsangebote in Zukunft hier in Berlin auch besser anbieten können. Das ist für mich eher die größte Problematik oder größte Schnittstellenproblematik. Die Frage mit Trauma, das hatte ich ja vorhin schon, also solange Sie in der Jugendhilfe sind, glaube ich, versuchen wir das natürlich abzufangen, nachzuholen sozusagen. Ein Traumata kann ich ja auch psychotherapeutisch bearbeiten und wenn es rechtzeitig erkannt ist und entsprechend die Hilfen sozusagen organisiert sind, ob jetzt in der Erziehungsberatungsstelle oder über einen Therapeuten, sind Traumata behandelbar und sollten eigentlich auch ohne Spätfolgen an der Stelle, für das Leben des jungen Menschen keine Auswirkungen haben. Und es ist zum Schluss ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also wie lange hält das jetzt an und wann sind wir da durch? Ich kann die Fragen gut verstehen, ja, dass man sagt so, wie lange müssen wir uns jetzt so, auf wie lange müssen wir uns da einstellen? Ich glaube, dass wir alles daran tun müssen, in diesen Situationen, wo so viel Sorge und so viel Angst da ist, dass wir quasi den jungen Menschen eine Hand an die Seite geben, dass sie wir gemeinsam sozusagen durch diese Zeit durchkommen. Und dafür müssen wir die Jugendhilfe gut stärken, dass wir diese jungen Menschen auch ein Stück weit gut weiter begleiten können. War es soweit. Danke. Herzlichen Dank, Herr Scharf. Herr Professor Dr. Schmitz, bitte. Ja, vielen Dank. Es waren ja einige Fragen auch an mich. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse.
Die erste Frage war, in den Daten, die ich gezeigt habe, wann wurden denn Belastungen erfasst zum Thema auch offene Schulen, und trotzdem sind Belastungen nicht deutlich weniger geworden. Also die Daten vom Schulbarometer der Bosch-Stiftung, die letzten Daten sind aus dem April 2022, also dieses Jahr, wo ja dann es schon seit einem Jahr keine Schulschließungen mehr gab. Und die letzte Befragungswelle von der COPSI-Studie war im September, Oktober. Da gab es leichte Verbesserungen, aber eben auch noch keine wirklich durchschlagenden Verbesserungen. Das war über den Sommer, gab es ja kaum Corona-Restriktionen. Also es ist schon so, dass da eine deutlich längere Zeit auch vergangen ist, sodass man da schon auch, wenn offene Schulen einen deutlichen Entlastungseffekt erstmal gehabt hätten, müsste man den dort auch schon sehen. Und wie gesagt, im Schulbarometer der Bosch-Stiftung sieht man eine deutliche Zunahme. Die Frage war dann noch, ob es Angst vor Schulschließungen gibt. Ja, definitiv. Das ist ein Thema, was immer wieder auftaucht und aufgetaucht ist. Also gerade im letzten Winter, dass Kinder und Familien wirklich auch Angst vor Corona-Infektionen hatten, weil sie dadurch dann krank und nicht in die Schule gehen konnten, oder dass es auch einen starken Betreuungsausfall gab, oder auch, dass Eltern nicht arbeiten gehen können. Das ist insbesondere ja auch für Familien mit prekären Beschäftigungen, die vielleicht keinen Kündigungsschutz haben oder auch kein Krankengeld oder kein ausreichendes Krankengeld bekommen, sind wiederholte Infektionen, auch Ketteninfektionen in Familien, wo ein Familienmitglied dann mal eine Woche oder 10 Tage krank ist. Wenn Sie sich vorstellen, das passiert in einer Familie bei Covid dann 3-4 Mal bei den Familienmitgliedern, ist das eine wahnsinnig hohe Belastung für Familien, aber natürlich auch sind Quarantäne und Isolation auch eine Belastung. Aber das zeigt, um nochmal auch vorzugreifen, Infektionsschutz und Teilhabe gemeinsam zu denken, was ja auch zum Beispiel der ExpertInnenrat der Bundesregierung in der 7. Stellungnahme im Februar gesagt hat, entspricht auch dem empirischen Forschungsstand, den wir international haben, dass natürlich Infektionsschutzmaßnahmen wie Schulschließungen, Isolationen, Freizeitbeschränkungen psychosozialen Stress auslösen, das ist unbestritten, aber dass natürlich auch Corona-Infektionen und ungebremstes Infektionsgeschehen psychosozialen Stress macht. Wir sehen in England im Moment, dass doppelt so viel Unterricht ausfällt wie vor der Pandemie, obwohl England fast alle Infektionsschutzmaßnahmen auch an Schulen oder alle zurückgefahren hat. Das zeigt, auch dadurch entsteht Stress, also auch wenn man Infektionsgeschehen einfach durchlaufen lässt. Und das heißt, man muss sich eigentlich sowohl bei Infektionsschutzmaßnahmen wie zum Beispiel Quarantäne, muss man sich überlegen, was bedeutet das für Kinder und Familien? Und man muss diese Familien dann auch unterstützen im Infektionsfall. Also wie können sie trotzdem weiter teilhaben durch Hybridunterricht oder auch durch psychosoziale Unterstützungskonzepte? Und dass man sich auch vergegenwärtigt, wenn Familien krank werden, wenn Lehrkräfte krank werden, wenn Kita-Erzieher krank werden aufgrund von Covid-Infektionen, dann setzt das Familien auch unter Stress. Also das meine ich mit, man muss es zusammendenken und nicht immer Infektionsschutz und Teilhabe gegeneinander ausspielen. Das hilft Familien aus meiner Sicht am wenigsten. Wir wissen auch beispielsweise aus Schweden, das ist ja ein Beispiel, ist auch für ein Land mit wenig Restriktionen, dass auch dort Kinder psychisch belastet sind durch die Pandemie. Wie lange wird es andauern? Man kann davon ausgehen, dass ein guter Prozentsatz von Kindern weiterhin auch behandlungsbedürftige psychische Erkrankungen haben wird und dass sich die Belastung fortsetzen wird. Also dass wir nicht davon ausgehen können, dass die psychischen Erkrankungen, wir sprechen von Remissionen, also die von selber remittieren, sondern dass diese Kinder Belastung brauchen und dass diese auch die Biografie von den Kindern dann ins Erwachsenenalter weiter prägen werden. Deswegen ist die psychosoziale Versorgung so wichtig. Was brauchen Kinder? Aus meiner Sicht brauchen sie dringend auch eine Anpassung der Lehrpläne und auch eine Berücksichtigung in unserem Umgang mit ihnen. Das, denke ich, ist eine Frage des Bildungssystems, aber auch eine gesellschaftliche Frage, dass wir berücksichtigen, dass wir eine große Gruppe von Kindern und Jugendlichen haben, die in unterschiedlichen Phasen ihrer individuellen Entwicklung 3 Jahre Chaos hatten und auch Schulchaos hatten.
und dass das etwas ist, was wir weiter berücksichtigen müssen und dass wir auch an diese Kinder nicht die gleichen Maßstäbe anlegen können oder die gleichen Erwartungen, die wir an Kinder anlegen würden, wenn sie nicht diese Pandemie erlebt hätten. Und da müssen wir uns überlegen, was bedeutet das? Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass wir nicht den gleichen Leistungserwartungen, zumindest nicht in der gleichen Zeit wie sonst, haben können. Und dass wir eben auch schauen müssen, welche psychosoziale Unterstützung, welche familiäre Unterstützung brauchen die Kinder. Die Frage war, wie können gute Konzepte aussehen? Wie gesagt, ich empfehle sehr, es gibt ein ganz hervorragendes, Informationsblatt, Flyer, Broschüre von der OPK, der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer, die sich sehr gute Gedanken dazu gemacht hat, was Kinder und Jugendliche brauchen, auch in Bezug auf Jugendhilfe und Psychotherapie. Ich glaube, wir brauchen auch in den Schulen eine Offenheit auch für das Thema psychische Gesundheit. Das ist in den Schulen schon angekommen. Jugendliche sagen, ich hatte am Dienstag eine Veranstaltung von der Zeit in Berlin, da war auch ein Bundesschülersprecher, der auch gesagt hat, Landesschülersprecher aus Bayern, dass das Thema psychische Gesundheit viel mehr Thema ist und dass es total wichtig ist, das zu entstigmatisieren, weil es bedeutet, man kann sich eben öffnen, man kann darüber sprechen und viele Sorgen werden auch schon ein Stück weit dadurch kleiner, dass man darüber spricht. Wir brauchen niedrigschwellige Prävention an Schulen. Das bedeutet, wir brauchen Strukturen. Schulsozialarbeit brauchen wir vor allen Dingen aus meiner Sicht eben Personal, das Kinder identifiziert, aber auch niedrigschwellig und qualifiziert dann auch Programme durchführen kann und dann aber auch die Weitervermittlung von den Kindern, die wirklich auch kinderjugendpsychotherapeutische, kinderjugendpsychiatrische Behandlung brauchen, die also mehr brauchen. Und das ist ein gewisser Prozentsatz, die dann auch in einen Therapieplatz kommen. Also eigentlich wirklich ein klassisches Konzept der gestuften Intervention. Die Frage war, wie ich den Stellenaufwuchs, der geschildert wurde, bewerte. Ich bin jetzt nicht mit allen Details natürlich aus Berlin vertraut, aber ich empfinde das als sehr positiv, was Sie geschildert haben, dass wirklich auch Stellen geschaffen werden, dass man sich bemüht, an jede Schule zumindest eine Schulsozialarbeiterinnenstelle zu bringen. Ich glaube, das ist das, was es braucht. Es braucht Stellen, es braucht dauerhafte Strukturen. Im Corona-Aufholprogramm hat man ja Schulsozialarbeit erstmal über Mehrarbeit zum Beispiel versucht zu finanzieren. Das wird nicht funktionieren, sondern wir brauchen wirklich Strukturen, nachhaltige Strukturen, das ist ein Stellenaufwuchs aus meiner Sicht unerlässlich. Wie können Wartezeiten überbrückt werden? Klar, man kann sich Konzepte überlegen, aber natürlich ist eine Überbrückung der Wartezeit immer nur die schlechtere Lösung. Und man muss wirklich sagen, dass wir in manchen Bundesländern sehr kurzfristig zusätzliche Behandlungskapazitäten geschaffen haben. Es gibt zumindest im psychotherapeutischen Bereich genug ausgebildete, approbierte Kinder- und Jugendlichen-PsychotherapeutInnen oder auch Erwachsene-PsychotherapeutInnen. Also die Fachkräfte sind da. Man muss da die Stellen schaffen. Das wäre eigentlich die beste Lösung, die man angehen sollte. Genau. Und insgesamt, wie kann man aufholen und unterstützen verbinden? Dazu habe ich ja schon gesagt, dass das aus meiner Sicht, wir können nicht alles wieder aufholen. Ich glaube, das ist nicht realistisch, sondern man kann den Kindern Hilfestellung geben und natürlich auch zusätzlich Angebote machen. Aber das, was wir, glaube ich, auch gewährleisten müssen, ist, in die psychische Gesundheit zu investieren, weil, und das sehen wir ja sehr deutlich, Kinder und Jugendliche können nur gut an Bildung teilhaben, Dinge aufholen, wenn sie psychisch gesund sind, wenn sie eine Depression haben, wenn sie Suizidgedanken haben, wenn sie eine Essstörung haben, dann können sie nichts aufholen, sondern dann machen sie mehr Rückschritte. Das heißt, psychische Gesundheit ist die Grundlage auch für Teilhabe, für Bildungsteilhabe und auch um überhaupt Defizite aufholen zu können. Und als letzten Satz, ich glaube, wir brauchen einfach Stabilität und Vorhersehbarkeit auch im Bildungssystem, auch nochmal als Ausblick. Ich habe es vorhin schon gesagt, in England sehen wir, dass wir einen wahnsinnig hohen Unterrichtsausfall haben, auch aufgrund Infektionsgeschehen. Und jetzt auch für den Herbst darüber nachzudenken, wie verhindern wir es, dass sehr viel Unterricht aufgrund von Krankheit ausfällt, wie können wir das gewährleisten und sich dort dazu Gedanken zu machen, das meine ich mit Infektionsschutz und Teilhabe gemeinsam denken, das wäre, glaube ich, wichtig, eben diese Stabilität innerpsychisch, aber auch vom Bildungssystem versuchen zu gewährleisten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Schmitz. Und nun die an den Senat gerichteten Fragen. Frau Senatorin, bitte.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Und ich bin selbst noch ganz erfüllt von den vielen sehr guten Informationen, die wir hier im Ausschuss von den Fachfrauen und Fachmännern erhalten haben. Auch nochmal herzlichen Dank. Ganz kurz zu dem Frage Leistungsdrucks. Leistungsdruck wird auch immer natürlich sehr individuell von jedem Kind gesehen. Wir unterrichten ja heute aber nicht mehr mit der Gießkanne und immer frontal, sondern ganz binnendifferenziert. Als Lehrerin kenne ich ja meine Schülerinnen und Schüler. Und auch in der Pandemie haben wir ja auch die Prüfungen sehr vereinfacht und Abitur und auch MSA auf die Situation der Kinder und Jugendlichen schon mal abgestimmt. Und bei dem Thema noch, ja, Schulsozialarbeiter, Gott sei Dank haben wir die auch in Berlin. Sie, Butze, würde ich jetzt noch mal an Frau Hennersdorf übergeben. Die ergänzt das dann noch mal. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, das tue ich sehr gern. Sie können sich vorstellen, dass bei einem Personaltableau in unseren schulpsychologischen und inklusionspädagogischen Beratungszentren wir einen durchaus häufigen personellen Wechsel haben, sodass wir regelmäßig immer wieder Auswahlverfahren starten müssen, Stellenausschreibungen vornehmen und in guter Erwartung kluger Entscheidungen zum neuen Doppelhaushalt, die auch einen Stellenzuwachs für unsere SIBUZ enthalten, haben wir unsere Verfahren so terminiert, dass wir direkt im Anschluss an die Beschlüsse zum neuen Doppelhaushalt das Auswahlverfahren starten konnten. Das heißt, wir haben 4 Wochen, nachdem Sie über den neuen Doppelhaushalt beschlossen haben, das Verfahren durchgeführt. Es ist abgeschlossen. Wir haben die Personen ausgewählt, die unsere Stellen besetzen. Jetzt hängt es von der individuellen Situation der Einzelnen ab, wie schnell sie bei uns in den SIBUZ vor Ort sein können. Und wir haben bereits ein weiteres Verfahren vorbereitet, weil es eben, Sie kennen die Personalsituation, die Fachkräftesituation sein kann, dass uns der eine oder andere dann doch nicht erreicht, dass wir sofort eine weitere Ausschreibung nachschieben können. Also da sind wir auf einem guten Weg. Und gestatten Sie mir vielleicht noch einen weiteren Gedanken, weil sehr häufig der Begriff der psychischen Gesundheit hier die Runde gemacht hat, weil uns das genauso bewegt, uns natürlich unsere Fachkräfte aus den SIBUZ die entsprechenden Hinweise gegeben haben, haben wir bei uns im Haus eine Arbeitsgruppe psychische Gesundheit eingerichtet, die sich genau mit der besonderen Situation der Kinder und Jugendlichen in der Zeit beschäftigt. Und wir sind auch einen Schritt weiter gegangen, eine entsprechende Arbeitsgruppe auch für unsere eigenen Dienstkräfte einzurichten. Denn ich sag mal, in den Zeiten, die wir gerade hier auch diskutiert haben, sind unsere Dienstkräfte ein hohes Gut. Und es ist auch unsere Aufgabe, uns darum zu kümmern, dass die Kolleginnen und Kollegen weiter verantwortungsvoll und gesund ihren Aufgaben nachkommen können. Und daher haben wir uns auch an dieser Stelle auf den Weg gemacht. Danke. Nur 2 kleine Hinweise. Ja? Ja, ja. Erst auch mal herzlichen Dank für die Vorträge und die Ausführungen. Nehmen wir natürlich auch sehr viel mit, wo wir sowieso schon in Gesprächen sind. In Gesprächen sind wir ja beispielsweise als Ergänzung noch zu dem, was auch Herr Meusig erwähnt hat, sind wir ja gerade bei den EFBen, und die Koalition hatte ja dankenswerterweise während der Haushaltsverhandlungen da eine Stärkung gemacht. Da sind wir gerade dabei, die überarbeitete Rahmenvereinbarung zu unterzeichnen, denn die freien Träger bekommen dann nochmal 2 Psychologenstellen und die öffentlichen Träger kriegen da auch nochmal eine Person, was auch ein wichtiger Punkt ist in dem Gesamtzusammenhang. Die Drogennotdienste, weil es eben um Suchtprävention ging, wo es einen Fokus da gibt, der Drogennotdienst wurde ja schon erwähnt, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wo wir im Jugendnotdienst und Mädchennotdienst mal noch eine Stärkung einfügen, sodass gerade die Jugendlichen, die lange dann auch im Jugendnotdienst und Mädchennotdienst hängen und perspektivlos lange leider auch hängen und leider nicht in stationäre Unterbringung vermittelt werden können, dass man denen tatsächlich noch mal hilft. Und einen wichtigen Punkt hat Herr Schaaf mit eingebracht, ist jetzt nicht nur fokussiert auf dieses Thema, die Jugendlichen, wo das System versagt, nicht die das System sprengen, sondern tatsächlich, wo das System versagt, da müssen wir tatsächlich noch mal in der nächsten Zeit deutlich vorankommen, weil das Verschieben von einer Einrichtung in die anderen sorgt tatsächlich dafür, dass wir da eigentlich sozialen Sprengstoff aufbauen.
Und ich glaube, mit guten Präventionsketten, mit abgestimmten Aktionen kommt man da deutlich weiter. Vielleicht nur abschließend, Herr Meusig, ich würde ungern stehen lassen, Ihr Berlin-Bild. Ich glaube, das sieht an, das ist wahrscheinlich eine Perspektivfrage, aber vielleicht komme ich mal gerne nach Spandau und wir gehen mal zusammen durch Spandau und schauen, wessen Brille vielleicht ein bisschen zurechtgerückt werden müsste. Ich bin Spandauer und Berliner. Sie sind eingeladen. Gut, vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten, an alle Anzuhörenden. Vielen Dank. Wir werden diese Anhörung auch noch mit einem nach Vorlage des Wortprotokolls auswerten. Der Tagesordnungspunkt wird so lange eben vertagt, damit dann einfach diese Anhörung auch gut von uns ausgewertet werden kann. Ich danke an Sie alle Beteiligten für Ihre Ausführungen. Und Sie können natürlich gerne noch hier verweilen, weil entgegen der Hoffnung meiner Mitkolleginnen und Kollegen werde ich die Sitzung jetzt nicht beenden, sondern wir werden noch den Tagespunkt 3 aufrufen. Den können Sie gerne weiterhin zuhören und verweilen. Aber ich danke recht herzlich für Ihre Ausführung und hätte auch nichts dagegen, wenn Sie in einen früheren Feierabend gehen als wir Abgeordneten heute. Denn wir kommen nun zu Punkt 3 der Tagesordnung. Das ist der Punkt 3a, das ist der ständige Besprechungspunkt zu Corona und die Auswirkungen auf die Bereiche Bildung, Jugend und Familie. Wir haben einen Antrag der FDP, Recht auf schulische Bildung, Bildung pandemiegerecht garantieren. Wir haben den Antrag der CDU, mehr Eigenverantwortung für Berliner Schulen, Förderprogramm stark trotz Corona beschleunigen. Den Antrag der CDU, kein Weiter-so, Eltern, Lehrer und Schüler verdienen endlich eine zeitgemäße Senatsstrategie zur sicheren Schule trotz Corona-Welle. Da möchte ich gerne kurze Einschätzung, ob Sie diese Anträge debattieren wollen. Wir haben diese schon mal aufgerufen. Ich frage das jetzt nur zur Einschätzung der Zeitachse, Herr Simon. Und dann haben wir die Auswertung der Anhörung vom 28. April, nämlich eben Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und wir würden natürlich zumindest gerne die Vorlagen zur Kenntnisnahme zur Kenntnis nehmen, genau, 3F und 3G, also Verordnungsnummer 19072 und Verordnungsnummer 19074. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn wir die beiden Verordnungen hiermit heute zur Kenntnis nehmen. Ich frage das aber, gibt es gegen die Kenntnisnahme dieser beiden Verordnungen Widerspruch? Dann haben wir das, dann sind erstmal alle schon mal ein bisschen beruhigt. Zwei Sachen, die wir jetzt mal abgehakt haben, also 3F und 3G. Dann frage ich, gibt es noch Beratungs- oder Aussprachebedarf zum Tagesordnungspunkt 3E, nämlich die Auswertung der Anhörung vom 28. April? Ist ja so ein bisschen durch die heutige Anhörung beispielsweise so ein bisschen mit aufgenommen. Aber gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt 3E Aussprachebedarf? Dann würden wir die Anhörung vom 28.04. und die entsprechende Besprechung auch hier heute abschließen. Dann kommen wir zum, ja, dann können wir doch trotzdem noch die Anträge aufrufen, zum Antrag der FDP, zum Tagesordnungspunkt 3b. Dort würde die Begründung durch die FDP erfolgen. Herr Fresdorf, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben Ihnen im Januar diesen Jahres einen hervorragenden Antrag vorgelegt mit dem Titel Recht auf schulische Bildung pandemiegerecht garantieren. Er war im Januar tatsächlich hervorragend. Heute ist er etwas von der Zeit eingeholt worden und sicherlich so nicht mehr vortragbar. Wir würden diesen Antrag zurückziehen. Und ich weiß aus sicheren Quellen, dass unser parlamentarischer Geschäftsführer den Präsidenten darüber noch informieren wird, dass wir das machen. Nichtsdestotrotz ist das Thema uns wichtig und wir werden es weiterhin begleiten. Denn wir haben ja ein neues Infektionsschutzgesetz, das bestimmte Vorgaben macht für den schulischen Betrieb. Und da werden wir Sie mit Antragsinitiativen sicherlich unterstützen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Fresdorf. Dann gehen wir davon aus, dass eben der parlamentarische Geschäftsführer über das Plenum den Antrag zurückziehen wird. Und dann werden wir ihn heute nicht weiter besprechen, also in der vorliegenden Form. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3c. Das ist der Antrag der CDU. Dieser wurde Nein, der ist noch nicht begründet. Ja, genau. Frau Günther Wünsch, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Diesen würde ich tatsächlich noch gerne begründen. Beim nächsten würde ich mich Herrn Fresdorf anschließen.
Bei dem Programm Stark trotz Corona haben wir uns schon mehrmals unterhalten. Und es ist ja auch in der letzten Anfrage, die ich im Juli gestellt habe, deutlich geworden, dass die Hälfte der Mittel, insbesondere in Säule 1, über die Lernförderung nicht ausgeschöpft worden sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. Auch der Landeselternausschuss hat jetzt noch mal ganz klar kritisiert, dass die Vergabe zu komplex ist, zu schwierig für beide Seiten, sowohl für Schulleitungen als auch für Träger, die sich auf der anderen Seite einschreiben ins System. Sodass unser Antrag, das Verfahren zu vereinfachen, zu beschleunigen, den Schulen direkter das Geld zur Verfügung zu stellen und damit einen Mittelabruf noch bis zum Ende des Jahres, denn das ist ja auch nur möglich, bis zum 31.12. diesen Jahres die Mittel abzurufen, dass wir diesen Antrag weiterhin aufrechterhalten und ihn hiermit auch zur Abstimmung stellen. Danke. Gibt es dazu Aussprachebedarf von Seiten des Plenums? Gut. Das sehe ich nicht. Dann treten wir jetzt in die Abstimmung ein. Wer für den Antrag 19.0086 der CDU-Fraktion ist, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die CDU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen. Die FDP enthält sich demnach. Damit ist dieser Antrag abgelehnt und eine entsprechende Stellungnahme werden wir an das Plenum geben. So, der Tagesordnungspunkt 3a wird mit Ihrem Einverständnis vertagt. Dann kämen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Das sind die Auswirkungen des Krieges in Europa für die Bereiche Bildung, Jugend und Familie. Und es gibt einen Antrag der CDU-Fraktion im Dreiklang und mit Rückenwind die Beschulung der ukrainischen Kinder und Jugendlichen meistern. Da frage ich Frau Günther-Witsch. Genau. Ich mache das jetzt auch immer alles noch im Schnelldurchlauf. Auch diesen Antrag möchte ich gerne im Hinblick dessen, was wir jetzt schon in den letzten Ausschusssitzungen mehrmals debattiert haben, noch mal begründen. Wir haben es auch letzte Woche in der Presse vernommen. Es fehlen 20.000 Schulplätze, es fehlen 1.000 Lehrkräfte. Und es ist halt nicht so, dass alle ukrainischen Kinder im Schulsystem sind, auch wenn auf meine letzte Anfrage geantwortet worden ist, dass der Senat noch nicht mal weiß, wie viele Kinder mit Schulpflicht sich aktuell im Land Berlin befinden. Möchte ich darauf hinweisen, dass alle Bezirke lange Wartelisten haben, zum Teil mit mehreren hundert ukrainischen Kindern, für die tagtäglich telefoniert wird, ein Platz gesucht wird. Deswegen halten wir an unserem Antrag fest und insbesondere an dem dritten Punkt in unserem Antrag, in dem darauf hingewiesen wird, dass es eine alternative Möglichkeit für den Übergang und für das aktuell sehr belastete Schulsystem gibt, nämlich die ukrainischen Kinder mit den mitgeflohenen ukrainischen Pädagogen nach dem digitalen ukrainischen Schulsystem zu beschulen. Vielen Dank. Frau Burkert-Eulitz. Dazu. Genau. Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen und vielleicht auch die Senatorin Kipping und auch hier dem Haus zugehört wurde, sind wir in einer nächsten geflüchteten Welle, sodass sich dieser Antrag insoweit überholt hat, als dass es sich nicht nur um ukrainische Kinder handelt, sondern selbstverständlich alle Kinder, die hier in Berlin ankommen und geflüchtet sind, entsprechend auch in unsere Schulsysteme, ins Kitasystem und so weiter aufgenommen werden müssen und es da auch keine Hierarchien gibt. Deswegen kann man diesem Antrag auch so nicht zustimmen. Und wenn Sie auch der Senatsverwaltung in den letzten Sitzungen zugehört haben, und ist da auch schon sehr viel passiert. Es sind entsprechende Fachkräfte mit einbezogen worden. Es gibt sogar Schulen, wo sozusagen ukrainische Kinder auch nicht nur in Willkommensklassen, sondern auch in eigenen Schulen mit beschult werden. Ich glaube, dass das schon ein großer Rückenwind ist. Und die Herausforderung, unter der wir jetzt stehen, ist, die unbegleiteten Minderjährigen gut unterzubringen. Wir haben Fachkräftemangel. Wenn Sie da Zugänge zu Menschen haben, die einen pädagogischen Hintergrund haben und gerne auch in dem Bereich mitarbeiten wollen, sind Sie aufgerufen, sich sozusagen auch mit an die Senatsverwaltung zu wenden. Die brauchen die Menschen. Und ansonsten denke ich, wird das alles mitgedacht. Und wie gesagt, wir sind da auf einem guten Weg und wir tun alles, um auch die Kinder und Jugendlichen entsprechend zu beschulen. Frau Günther-Witsch, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der gute Weg reicht manchmal nicht. Und selbstverständlich gibt es keine Hierarchie bei geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Aber so ist es doch dennoch so, dass gerade die ukrainischen Kinder die einzigen sind, die momentan ein vollumfängliches digitales Schulsystem haben und demzufolge dementsprechend auch beschult werden können, bevor sie in ihren Unterkünften bleiben. Und wenn Sie nochmal die deutsch-ukrainischen Begegnungsschulen ansprechen, ich habe gerade während die Sitzung lief, die Antwort auf meine Anfrage bekommen. Wir haben exakt 3 ukrainische, deutsch-ukrainische Begegnungsschulen. Es steht keine Klassengröße fest, es steht keine Rechtsgrundlage fest und es ist im Schuljahr 22/23 laut Antwort der Senatsverwaltung kein Ausbau geplant der deutsch-ukrainischen Begegnungsschulen. Das heißt, der gute Weg ist eigentlich schon wieder abgeschlossen. Wir haben eine Grundschule und eine weiterführende Schule, die diesen Weg geht. Das ist lobenswert, aber das gehört dann ausgebaut. Also wenn wir nicht den digitalen Weg gehen, dann sollten wir doch wirklich daran dann festhalten und diesen Weg weitergehen. Und dann kann ich nur dafür werben, dass wir dann diesen Antrag beschließen und wenigstens für die deutsch-ukrainischen, für die ukrainischen Kinder diesen Weg gehen. Und wenn, wie Sie ja richtig sagen, Frau Burkhardt-Eulitz, die Welle fängt wieder von vorne an und wir bekommen noch mehr Kinder. Und dann könnten wir doch wenigstens den Teil, wo es ohne große Probleme möglich ist, so beschulen. Vielen Dank. Ich frage mal, gibt es eine Stellungnahme des Senats dazu? Wollt ihr? Ihr müsst nicht, ich frage es ja nur. Es ist alles gesagt. Gut, gibt es von Ihrer Seite aus das Bestreben, dass vielleicht noch nicht alles gesagt ist? Sehe ich nicht. Dann kommen wir in die Abstimmung. Wer dem Antrag der CDU-Fraktion, Drucksache 19-0282, folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen, die FDP und die AfD-Fraktion. Und dann kann sich eigentlich niemand enthalten. Aber ich frage es trotzdem. Nein, es enthält sich keiner. Damit ist dieser Antrag abgelehnt und eine entsprechende Beschlussempfehlung geht an das Plenum. Ich wollte nur einmal festhalten, die CDU hat den Antrag Drucksache 19-0127 auch oder wird ihn auch zurückziehen. Gut. Dann haben wir doch erstaunlich viel geschafft, weil der Tagesordnungspunkt 4a wird regulär vertagt. Dann kommen wir zum Punkt 5 der Tagesordnung. Das ist der Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Unsere nächste Sitzung findet am Donnerstag, dem 29. September um 14 Uhr statt. Und wie immer lade ich Sie recht herzlich ein, kurz hier sitzen zu bleiben im Anschluss, damit sich die Sprecherinnenrunde zusammenfinden kann, um die nächste Tagesordnung und Organisatorisches zu besprechen. Und damit schließe ich die Sitzung um 17.10 Uhr. Danke sehr.